10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Was ist denn auf dem Markt los? Das ist ja mal traumhafte Ergebnisse. Jetzt nicht böse verstehen, ne? Wenn man kaufen möchte, geiler Rutsch, muss man sagen. Der Einzige, der grün ist, ist Brad. Und der hatte sogar 22% von einer halben Stunde. Aber ihr seht, der Markt ist extrem gefallen. Ich weiß leider nicht, wieso. Muss ich ganz ehrlich sagen, Bitcoin nur mit 2%, das ist ein bisschen lächerlich. Aber XRP schön mit 8% fast schon. Dogecoin bei 9%. Ne? Und wir sehen, die Liste geht schön weiter. Shiba 11%. Da würde ich schon sagen... Obwohl XRP mit 8% ist auch schon ein bisschen knackig, aber naja, was soll's, ne? 12%, also oh, 15% PP, hey, hallo, wie geht's denn? Aber ganz ehrlich, dann lass es doch runterknacken. Und wo ist das Problem? Wenn man ein bisschen Geld hat, klar, warum soll man nicht nachkaufen, ne? Die Kurse sind gut, alles im grünen Bereich immer noch für mich. Und ich sehe es nicht schlimm. Ich habe ja gesagt, so 71, 72.000 oder 70.000, 73.000, also von 70 bis 73.000, das ist so die Grenze, wo man sagen müsste, da könnte vielleicht Bitcoin wieder natürlich stark verkauft werden. Im Moment sind es nur mit 2%, aber warten wir einfach mal ab. Ne? Das ist ja nur eine Tageschart, gucken wir ja jetzt gerade. Und wenn wir über einen längeren Zeitraum gucken, ja gut, außer bei XRP, das ist ein Stablecoin, der wird bald, ich schätze mal, innerhalb von 48 Stunden wieder bei 50 Cent sein. Und von daher alles gut. Ne? Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Von daher... Was soll's. Aber fangen wir einfach mal an. Ich habe natürlich auch geile News, deswegen, na, XRP muss ja runterfallen, das kennen wir ja schon. Ich möchte vorher noch sagen, zu den BRIC-Staaten, ich finde die mega geil, was betrifft Blockchain-Digitalisierung und natürlich Zahlungssystem. Ich finde die nicht korrekt, was der Bereich betrifft, Politik, Menschenrechte, da wissen wir alle, sind die... Nicht wie wir Westeuropäer, da hapert es natürlich massiv, ne? Bei vielen Nationen, die bei den BRICS drin sind. Nicht, dass jemand immer wieder denkt, von wegen, ich bringe von den BRICS etwas und sage, oh, geil, ne? Genau so muss das sein. Nein, es hat nichts damit zu tun, es hat nur was mit der Digitalisierung und Blockchain-Bereich zu tun. Mehr nicht. Da in dem Bereich finde ich die richtig mega geil. Der russische Präsident Putin bestätigt, dass BRICS sein eigenes unabhängiges Zahlungssystem entwickelt. Ja, unabhängig, klar. BRICS arbeiten an unserem eigenen unabhängigen Zahlungssystem, frei von politischem Druck, ja nee, ist klar, Missbrauch und externen Einmischung. Dazu muss ich immer noch sagen, wenn sie transferieren wollen, muss natürlich der BIS in der Schweiz, der Chef der Zentralbanken, natürlich auch damit einverstanden sein, weil sonst dürften die Zentralbanken damit gar nicht arbeiten, der BRICS-Staaten. Und andere Banken natürlich von den BRICS-Staaten dann auch nicht, was die Zentralbanken dann weitergeben. Ne? Also von daher, aber natürlich ist es alles unabhängig. Es ist unabhängig vom Westen. Wer es glaubt, wird selig. Wir kennen ja ein Unternehmen, was natürlich ganz gewaltig da mitmischt, gerade mit dem BIS zusammen. Aber lassen wir einfach mal so stehen. So, Mastercard-Nutzer können jetzt wieder XRP, Shiba und andere Coins auf Binance kaufen. Wir wissen ja, Mastercard hat ja August letzten Jahres... eingestellt, dass die Kunden von Binance nicht mehr über die Mastercard bei Binance einkaufen konnten, wegen regulatorischer Probleme. Ne? Haben wir ja später festgestellt, USA hat ja Binance verknackt und haben ja auch recht gekriegt. Jetzt aber wieder, die Kehrtwende von Mastercard kam, nachdem das Unternehmen die jüngsten Bemühungen von Binance zur Implementierung verbesserter Kontrollen bewertet hatte. Die Fähigkeit, zukünftige Einkäufe zu tätigen, hängt jedoch von zukünftigen Überprüfungen ab, die vom Kreditgiganten durchgeführt werden. Bedeutet im Endeffekt, es könnte tatsächlich sein, dass Mastercard das natürlich auch wieder zurückzieht, ne? Wenn Binance sich nicht endlich weiter Mühe gibt. Nichtsdestotrotz ist eine nette Sache und wie gesagt, jemand, der bei Binance ist und mit seiner Kreditkarte von Mastercard wieder einkaufen will, soll jetzt wieder funktionieren.
Remote und Neom bündeln ihre Kräfte, um globale Belegschaften mit grenzüberschreitenden Zahlungen in Echtzeit zu unterstützen. Warum? Neom kennen wir alle. Wer es nicht kennt, ist dicker Ripple-Partner. San Francisco und Amsterdam, 5. Juni. Die weltweit führende HR-Plattform für verteilte Unternehmen hat sich für Neom, dem weltweit führenden, na gut, das lassen wir mal weg, ne, weltweit führenden Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen in Echtzeit, das ist irgendwie jeder mittlerweile, wissen wir ja, um seine internationale Gehaltsabrechnungskapazität zu verbessern. Die Partnerschaft wird auf globaler Ebene eingeführt und ermöglicht es Unternehmen, Gehaltsabrechnungen und Zahlungen von Auftragnehmern sofort zu senden, weltweit. Ist eine geile Sache. Neom verwendet natürlich, was verwendet er? Natürlich den XRP Ledger auch, soweit es ihm ermöglicht. Von daher, geile Sache, Leute. Ripple verschiebt plötzlich 150 Millionen XRP ins Unbekannte. Ja, ihr wollt wissen, warum XRP bei 8% ist? Ich gehe davon da, das ist der Punkt. Ich gehe ganz stark davon aus. Ripple hat 150 Millionen XRP mal eben verkauft. Das ist so der Punkt für mich. Spekulationen unter XRP-Enthusiasten sind weit verbreitet, wobei viele in der XRP-Community vermuten, dass das Kryptounternehmen einen Verkauf der Kryptowährung von seinem Konten aus initiieren könnte. Ich sage ganz ehrlich, ja, natürlich, aber ich hätte gedacht, sie warten darauf, dass XRP so bei 54, 55 Cent ist, bis sie das machen. Könnte sein, dass sie es jetzt schon gemacht haben, deswegen XRP auch ein bisschen stärker gefallen jetzt. Aber das werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage herausfinden, wenn es natürlich wieder richtig knackt. Die stagnierende Handelsspanne deutet darauf hin, dass der beliebte digitale Vermögenswert, oh, er ist beliebt, ich dachte, der wird gehasst, vor einer großen Bewegung steht. Aber ob dies eine Aufwärts- oder Abwärtsschiebung sein wird, bleibt ungewiss. Nein, für uns nicht, wir wissen es jetzt ganz genau. Oh, guck mal, wieder 2% gut gemacht, aber nichtsdestotrotz. Es ist abwärts gegangen, aber natürlich durch Bitcoin und die Marktsituation eben halt. Da muss man ganz klipp und klar sagen. Also ich bin da immer noch ganz entspannt. Ripple CTO beendet XRP-Abbruchsspekulation. Oh, will man etwa XRP weghaben? Will man XRP weghaben? Das ist so lächerlich. Leute, ihr sollt, oder ganz ehrlich, weltweit sage ich es klipp und klar, nimmt David Schwarz nicht immer ernst, wenn er was postet. Die scheinbare Verwirrung ging von der aktuellen Biografie des Ripple CTO aus, in der es heißt, wenn ein rauflustiges Finanzstartup ein Netz aus Korruption und Verrat aufnimmt, um sofortige Zahlungen an die Massen zu bringen, lernen sie, dass die Kosten für die Störung des Status quo höher sind, als sie es sich jemals hätten vorstellen können und zwingen sie, sich zwischen ihrer Version und ihrem Überleben zu entscheiden. Diese Aussage hat Gerüchte und Spekulationen innerhalb der Kryptowährungs-Community angeheizt, wobei einige sie als Hinweis darauf interpretierten, dass Ripple sich vom XRP entfernen könnte. Also ganz ehrlich, Leute, Ripple macht doch tatsächlich so viel, allein in den letzten Wochen und Monaten, dass natürlich XRP immer mehr in Verwendung kommt. Natürlich dauert das auch immer seine Zeit, ne? Man kann nicht immer erwarten, dass sofort es knallt. Es dauert eben halt seine Zeit, das ist das Problem. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Schwachsinn. Als Reaktion auf diese zunehmende Spekulation stellte Schwarz die Art seines Beitrags klar. Er erklärte, dass die Aussage keine realen Ereignisse widerspiegelte. Stattdessen war es ein fiktiver Pitch für einen hypothetischen Film. Schwarz erklärte, dass die in seinem Beitrag beschriebenen Szenarien nicht eingetreten sind. Daher sind alle Parallelen, die zwischen seiner hypothetischen Überlegung und den aktuellen Operationen von Ripple gezogen werden, unbegründet. Wenn es wirklich so wäre, dann hätte David doch gesagt, wisst ihr was, Leute, ich bin weg. Er hätte doch gekündigt. Ihr wisst ganz genau, er bleibt nur bei Ripple, solange es ihm noch Spaß macht. Und wenn sie sein Baby XRP und den XRP Ledger so gesehen in die Tonne kicken würden, wäre er doch nicht mehr da. Es ist nur ein fiktiver Pitch für einen fiktiven Film. Die Umstände, die erforderlich sind, um den Pitch in die Realität umzusetzen, sind noch nicht eingetreten, antwortete Schwarz, indem er erklärte, dass die Storyline in seinem Bio-Beitrag auf X rein fiktiv sei und nicht als Reflexion der Strategie oder der Handlung von Ripple in Bezug auf XRP interpretiert werden sollte. So.
Ripple ist voll bereit für die Einführung von Stablecoin. Geschäftsführer für den Nahen Osten und Afrika. Im ersten Teil des Berichts geht es natürlich um Dubai, um die Region, bla bla bla, auch um Stablecoin, USDC und Tether. Kennen wir alles. Aber geil ist das. Die wichtigste USP des Ripple Stablecoins. Auf die Frage nach der bevorstehenden Entwicklung und der Einführung des Stablecoins durch Ripple gab Rees Merrick zu, dass dies ein logischer Schritt für das Unternehmen zu sein scheint. Er wies darauf hin, dass es derzeit einen 150 Milliarden Dollar Markt für Stablecoins gibt, der bis 2028 voraussichtlich 2,8 bis 3 Billionen US-Dollar erreichen wird. Außerdem besteht eine erhebliche Nachfrage nach mehr Unternehmen, die konform und reguliert sind, um in diesen Bereichen einzusteigen. Ripple glaubt nun, dass laut Merrick ein großer Bedarf an einem regulierten USD-gestützten Stablecoin besteht, da rund 60% aller Abrechnungen außerhalb der USA einschließlich der Region des Nahen Ostens in US-Dollar getätigt werden. Und selbst wenn es nicht getätigt wird, meine Damen und Herren, hoppla, der XRP-Ledger wandelt es dann um in die jeweilige Währung. In Bezug auf das Alleinstellungsmerkmal des Stablecoins von Ripple sagte Merrick, dass das Unternehmen 12 Jahre damit verbracht hatte, ein grenzüberschreitendes Angebot aufzubauen. Wir haben die Infrastruktur. Der Stablecoin war die nächste Evolution davon. Also es wird noch richtig geil. Ne? Natürlich gucken wir jetzt auf die Marktsituation und da heißt es wieder, ja, Klacke, ne? Alles wieder im Arsch. Ich weiß sowieso, dass ich morgen wieder auf YouTube sonst was für Kommentare kriege. So, Abstimmung gucken wir uns jetzt auch mal wieder an, ne? Es sind schon auf 4. Gestern waren noch 3, jetzt ist schon auf 4. Hier, das dauert natürlich noch ein bisschen, weil die, die da schon positiv abgestimmt haben, sind hier auch schon längst drin. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es bewegt sich wieder was. Und ich hoffe, es wird natürlich schnell gehen. Ich erwarte so in den nächsten 2 Wochen, dass wenigstens Exchange Bridge und DIT endlich zur Abstimmung bereit sind, dass sie die meisten Stimmen natürlich gekriegt haben und dass es dann losgeht. Wann es losgeht, hoffen wir mal, dass es noch diesen Monat sein wird. So, nichtsdestotrotz, nicht Trübsal blasen, das ist nur eine kurze Momentaufnahme des Marktes. Da muss sich keiner jetzt irgendwie groß Sorgen machen. Guckt euch an, wie das Feuerwerk da abgeht. Das ist doch krank. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich bei 118 Zuschauern, dass ihr schon da wart. Vielen, vielen Dank. Geile Sache. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal gucken. Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Mr. Crypto, hallo MC und alle. Ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, euch geht es natürlich auch gut. Ne? Und das zum Wochenende. Mr. Crypto, ja, aber so stark kam es jetzt erst der Downtrend. Ob es jetzt der Downtrend ist, so in extremer Phase, wie ich es mir vorstelle, denke ich noch nicht. Es ist natürlich nicht schön zu sehen, das weiß ich auch. Wenn wir in unser Portfolio gucken, hat der eine sicherlich jetzt ein paar Tausender, ein paar Hunderter oder vielleicht sogar ein paar Zehntausend Euro weniger im Portfolio als vorher. Aber so ist der Kryptomarkt. Und es wird auch wieder raufgehen. Keine Panik. Ottoran, moin moin. Startrampe, guten Abend MC und die Raketenpassagiere. Turbo, hey, 23, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hoffe, du hast es wenigstens genossen, wo du warst. XRP, minus 10%. Ich brauche eine neue Maus. XRP, Herko, hallo zusammen. Mr. Crypto, yes, Jasmine, schon Platz 52. Grizzly, moin moin. Papi spielt, Grüße Familie, hoch die Hände, Wochenende, alles Liebe für euch. Malatis, hallo Babo. XRP, Wieschen, Servus MC. Lucky, hallo Leute. M-Hahn, guten Abend MC und alle zusammen. XRP, Jung, was crasht da gerade? Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin leider nicht up to date, was das jetzt gerade betrifft. Kirsch, guten Abend. XRP, Wieschen, wieso fällt alles? Kann ich dir nicht sagen, aber Togo, Rookpool, Mr. Crypto, wir gehen alle pleite. Spaß. Ja, natürlich. Deswegen investieren wir doch, oder nicht? Was brauchen wir denn unser Geld? Speedy, Gruß in die MC-Gruppe. XRP V-Chain. XCC hält sich mega geil. Echt? Ah. XCC. Naja, 5% ist auch schon. Aber naja, was soll's? Mein Gott, heute mal wieder ein bisschen scheiße. Gehen wir mal ein bisschen durch, was ich so habe. Oh, AMP gibt's gar nicht. Naja, fällt auch gut. Was soll's? Wie sieht's denn aus mit V-Chain? Auch nicht besser. Fast 10%. Oh, da schwankt mir übles bei Veracity jetzt.
Ja, 18%, es geht doch. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht, ich lache drüber, ne? Also mich stört's nicht großartig jetzt. Von daher, XRP Boy, hallo MC, sollte man auch XRM holen, falls der bei XRP Ledger was schief geht? Oder hängen die beiden zusammen? Und was ist deiner Meinung, was Ethereum und VeChain realistischen Bullenmarkt machen kann? Macht. Also, wenn der XRP Ledger schief geht, wird XRM auch schief gehen. Weil beide hängen zusammen und die sind für das grenzüberschreitende Zahlungssystem, gehören die zusammen. Ne? Von daher bringt es nichts, wenn du dir den einen holst und das andere geht schief. Ne? Genauso umgekehrt. Wenn du XRP holst und der XLM-Ledger ist nicht fähig genug, wird es da auch schief gehen. Ethereum, da denke ich schon so an, naja, ich denke schon an 15.000 Dollar könnte er schaffen. Bei VeChain 1 Dollar bis 3 Dollar sind realistisch. Crypto Whitehead, moin, grüß dich, hoffentlich geht's dir gut. Zum ersten Mal gechattet. Gudrun, hallo. Krasser Absturz. Ja. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Und was soll's, ne? Mich stört's nicht persönlich. Ganz ehrlich. XRP-Ecke. Juhu. Einkaufen. Ja, wenn man Geld hat, das ist wieder so typisch, ne? Ich habe kein Geld und die Kacke geht runter. Dieser Monat ist echt Kacke für mich. Und XRP-VeChain. Veracity kackt ab. Jo. San Remo. Sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. Huber. Hallo, MC und Community. Warum geht... Ich kann's dir nicht sagen. Ich bin jetzt hier gerade beschäftigt. Mr. Crypto. Was haben wir denn? Dubai. Dubai ist immer gut. Dubai ist lecker. Die Finanzaufsichtsbehörde von Dubai ändert die Regeln für digitale Vermögenswerte für Dienstleister. Kommt 2 Jahre nach der Enthüllung eines Regimes für digitale Vermögenswerte, ändert die Finanzbehörde von Dubai das Regelwerk, um mit den globalen regulatorischen Änderungen Schritt zu halten und zwingen die Akteure der Branche, sich an neue Regeln zu halten. Die jüngste Änderung kam von der Dubai Financial Service Authority zu ihrem Tokenregime ab 2022 nach der Ergebnissen einer öffentlichen Konsultation zu Beginn des Jahres. Laut der Medienmitteilung werden die Änderungen des Tokenregimes erhebliche Auswirkungen auf Dienstleister in mehreren Bereichen haben, mit härteren Strafen für säumige Unternehmen. Okay, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Regulierung ist wichtig, Regulierung muss auch hart sein. Weil so geht es nicht weiter. Und warum der Markt stürzt, entweder hat wieder irgendein großer Big Player Bitcoin ein bisschen verkauft, oder ich gehe davon aus, dass irgendeine Börse gerade in Asien mal wieder gehackt worden ist. Im Moment ist ja wieder Hochsaison, was Hackereien betrifft. In Asien habe ich das Gefühl. Und Sanremo, keine Zeit, hör nur zu, mach doch nichts. Mubal, so, nach unten, jawoll. Hatten wir lange nicht mehr so einen Absturz, ne? Startrampe. Russland schickt ein Atom-U-Boot und 2 Kriegsschiffe nach Kuba. Deshalb wird wohl alles fallen. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Na, also, ich würde eher sagen, wenn China jetzt zum Beispiel auf Taiwan rumkloppt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen wäre. Aber jetzt nur deswegen nein. Rikuta, wieso sinkt alles wieder? Kann ich ständig sagen mit hundertprozentiger Sicherheit. Morgen wahrscheinlich. Zum ersten Mal gechattet. Merzel, Russland schickt Schiffe nach Kuba. Ja, sollen sie es machen. Aber trotzdem schön, dass du gechattet hast. Emko, Liebe geht an alle raus. XRP-Eiko, vielleicht wegen der Zinssenkung. Nein, das glaube ich nicht. Nur weil die Europäische Union, die Zentralbank oder die Europäische EZB jetzt die Zinsen gesenkt hat. Um 0,25% waren es, glaube ich, ne? Crypto weiter, bleibt stark. Bald haben wir es geschafft. Ja. Startrampe, DAX ist auch gefallen. Hufox, MC, was ist mit den Coinbase CEO und XRP? Hab's nicht verstanden. Coinbase verbrennt mehr XRP, als sie überhaupt müssen. Sie zahlen ungefähr pro Transaktion. Gestern zum Bericht waren es 10 Euro pro Transaktion. Wieso, weshalb, warum, weiß keiner. Aber der CEO von Coinbase hasst XRP offiziell, muss man auch sagen. Er ist ein Bitcoin-Maxi. Aber im gleichen Zug musst du auch verstehen, Coinbase ist eine ODL-Börse. Ne? Also wenn der XRP-Ledger loslegt mit Transaktionen bei Banken zum Beispiel, läuft in den USA viel über Coinbase dann. Ne? Das ist wieder so ein Widerspruch in sich, wo ich sage, okay, CEO, du hast XRP, aber hast das System von Ripple übernommen und sagst, oh geil, damit kann ich Geld verdienen. Ne? Also das passt irgendwie auch nicht. Argon, guten Abend alle zusammen. Krypto-Gärtner, schön nachkaufen. Johannes, Hallöchen, meld mich vom Barbecue eines Australiers. Kann nicht reden, da Maul voll. Hör den Stream, aber
zu, dann später ganz. Ganz ehrlich, genieße es und schön essen, ne? Essen, trinken, perfekt. Mr. Crypto, Telegram veröffentlicht Stars. Es handelt sich um einen Token. Ach, wollen Sie es doch nochmal versuchen? Die wollen ja schon vor ein paar Jahren ihren Token rausbringen, aber den hat man ja verboten. Der zum Bezahlen für digitale Güter und Dienste verwendet werden kann. Stars können über In-App-Käufe bei Google und Apple erworben werden. Mit ihnen lassen sich Produkte kaufen, die von Bots oder Mini-Apps in Telegram angeboten werden, von E-Book bis Online-Kursen und Spielen. Später soll man damit auch kleine Geschenke oder besondere Emojis und Co. erwerben können. Naja, gut. Abwarten, ne? Regulierung, es muss regelkonform sein. Mr. Crypto, Sie können Ihre Stars auch nutzen, um Ihre Apps auf Telegram zu bewerben. Telegram verzichtet auf eine Gebühr. Oh, das ist aber nett von Ihnen, dass Sie keine Gebühr wollen. Crypto weiter. Ich gucke mir meist auf YouTube Marcello immer alles wieder um Replay an, wenn ich es mal nicht schaffe, live dabei zu sein. Okay, danke schön. Aber ganz ehrlich, wie geht's dir? Mr. Crypto, hatten wir das schon? Oh, grenzüberschreitende CBDC-Projekt. Enbridge tritt in die MVP-Phase ein. Nein, aber ich habe es auch schon heute gelesen. Projekt Enbridge, das grenzüberschreitende Zentralbank-Digital-Währungsprojekt CBDC, das darauf abzielt, mehrere Währungen in ein globales Netzwerk zu integrieren, hat die Phase des minimal funktionsfähigen Produkts erreicht. Dies bedeutet, dass jeder der teilnehmenden Zentralbanken ein validierender Knoten im Netzwerk eingesetzt hat, der bereit ist, Transaktionen mit realem Wert durchzuführen. Okay. Ist doch was Schönes, ne? Es geht weiter voran, die Blockchain. Enbridge, naja, X-Bridge, was soll ich dazu sagen, ne? Es heißt nun mal anders, aber es ist nichts anderes. Tut mir leid. Psychobeule, hallo ihr Lieben, Shopping Time, grüßt euch beide. Mr. Crypto, Ripple Partner? D-Lokal, ja natürlich ist es Ripple Partner, D-Lokal. Stellt Leitfaden für Zahlungen in Lateinamerika, Asien und Afrika vor. Obwohl Barzahlungen derzeit über ein Drittel der Transaktionen in Afrika ausmachen, wird die Verwendung von Bargeld voraussichtlich mit der Zeit zurückgehen. Da die junge Bevölkerung die an Kaufkraft gewinnt, sagt die grenzüberschreitende Zahlungsplattform dLocal. Oder Lokal. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist auch ein ganz großer Ripple-Partner und der Bericht deckt auch ein breites Spektrum anderer Regionen und Länder ab, darunter Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Lateinamerika, Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko. Okay. Ja, es wird wirklich interessant. Also ganz ehrlich, wer immer noch glaubt, dass das Bargeld bleibt, es tut mir leid, es wird verschwinden, es wird absolut verschwinden. Transatlantic, moin im Stream Community von der Spätschicht. Mr. Crypto, russische Duma-Beamter setzt auf nationales CBDC als Zukunft der internationalen Handelsabwicklung. Immer mehr Länder erwägen die Verwendung digitaler Zentralbankwährung als Teil ihrer zukünftigen Finanzhandelsinfrastruktur. Anatoli Aksakov, Vorsitzende der Finanzmarktausschusses der russischen Staatsduma, hat erklärt, er glaube, dass die Verwendung von CBDC für internationale Handelsabwicklung in den nächsten 5 Jahren alltäglich werden werde. Muss ich leider zugeben, also ich bin ja kein Freund von CBDC, das wisst ihr ja, aber es wird halt kommen, ne? Ja, man kann sich davor nicht mehr schützen. Und es spielt keine Rolle, in welchem Land du bist. Sie werden es einfach alle machen. Direkt oder indirekt werden sie mit CBDC nur noch machen. Das ist einfach Fakt. Ob man das gut findet oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass man darauf ein Äuglein drauf lässt, um zu gucken, inwieweit sie mit CBDC die Bevölkerung vielleicht, muss man so sagen, ne, weil ich habe immer im Hinterkopf China eben halt kontrollieren können. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir über Datenschutz reden, ganz ehrlich, Datenschutz gibt es sowieso nicht. Ne? Also Datenschutz, das ist so eine Blase, wo ich sage, Datenschutz gibt es nur, damit ein Staat Daten vom Volk eben halt sich holen kann. Dafür ist Datenschutz. Aber für uns persönlich gibt es keinen Datenschutz. Wer das glaubt, es tut mir leid. Da kann ich nicht helfen.
Mr. Krypto, du legst ja heute wieder los hier. Wo hast du dich wieder rumgetrieben überall? Neum, schon wieder Neum. Ist ja ekelhaft. Was willst du mit Neum? Die BS2 Bank wählt Neum, um globale FX-Abwicklung und Echtzeitauszahlung zu unterstützen. Neum hat eine Partnerschaft mit BS2 angekündigt, einer digitalen Bank in Brasilien, die sich auf Fintech-Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat. BS2 wird das globale FX-Produkt von Neum nutzen, um die FX-Kosten zu senken und mehr Auszahlungen in Echtzeit zwischen Brasilien und den beliebten Handelskorridoren mit China und den Vereinigten Arabischen Emirate zu ermöglichen. So, passt auf, Leute. Neum benutzt Ripple-Technologie. Ripple-Technologie ist jetzt für alle, die immer sagen, von wegen, nee, die BRICS-Staaten werden niemals Ripple-Technologie verwenden, weil es ist ja ein US-Konzern. Neum benutzt Ripple-Technologie. Brasilien, digitale Bank, Brasilien, BRICS-Staat. Echtzeitzahlung zwischen Brasilien und China. China, BRICS-Staat. Vereinigte Arabische Emirate will den BRICS-Staaten beitreten. Also hört auf mit der Diskussion von wegen, dass die BRICS-Staaten keine Ripple-Technologie verwenden, weil es ja ein US-Konzern ist. Es ist ein globaler Konzern, nicht nur US-Konzern. Und wenn wir danach gehen, weil es ein US-Konzern ist, glaubt ihr wirklich, dass in Asien Ripple so einen Riesenerfolg hätte? Die Asiaten hassen USA. Okay? Deswegen, da wieder der Beweis. Es wird natürlich Ripple-Technologie auch in Ländern genommen. Auch in Russland, sage ich ganz klipp und klar, werden sie auch Ripple-Technologie verwenden. Deswegen habe ich vorhin gelacht, wo bei dem Bericht von wegen, sie werden ihr eigenes System verwenden. Ja, ist klar. Wahrscheinlich ein eigenes Messenger-System. Das könnte schon sein. Aber wo, mit wem ist dieses Messenger-System dann wohl verbunden? Hä? Danke. Indirekt. Oder direkt wird alles über den XRP-Ledger laufen. Glaubt es mir oder nicht, wir werden später sehen und können alle lachen. Taucher, Grüße an alle XRP-Freunde und dir, MC. Qualmis, moin. Lundin, hallo, guten Abend, MC und XRP-Verliebten. Hab die Benachrichtigung erst jetzt bekommen, somit bin ich nicht von Anfang an da. Naja, du bist auch noch auf YouTube. Ja, ich bin auch noch auf YouTube vertreten. Turbo, Junge, der ganze Markt ist gefallen. Das hat null bei XRP damit zu tun, dass Ripple ein paar Millionen verkauft hat. Doch, sie könnten angefangen haben. Aber von daher, was soll ich dazu sagen? Kryptogärtner, 136 online. Echt? Dann ist die Anzeige von Twitch hier immer scheiße. Ne? Diese Statistik, die ich hier mal reingeholt habe. Aber was soll's? Stört mich auch nicht. Achimus, guten Abend. Kryptogärtner, yep. Achimus, abonniert mit Prime. Dankeschön zum 16. Mal schon. Ach du Schande, 16 Monate ich und Twitch und wir beide, du. Irgendwas machen wir falsch, ne? Rob, hab mir die Kurse auf Bitpanda angeschaut. Da ist es bei den meisten um ca. 19 Uhr steil nach unten gegangen. Also ich habe so 19:30 gesehen. Da hat schon so langsam angefangen bei mir. Da dachte ich schon, oh, das kann ganz böse werden heute. Irgendwie komisch, als wenn das Ganze geziert auf Talfahrt gebracht wurde. Willkommen in der Kryptowelt. Willkommen in der Kryptowelt. Natürlich, es wird manipuliert ohne Ende. Und dann drückt jemand einmal den Knopf und zack geht's runter. Aber genauso geht's auch hoch. Keine Panik. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Sonst würde ich hier nicht so sitzen, so entspannt und lachen dabei. Ne? Es hat schon einen Grund. Keine Panik. Ich glaube, ich kaufe heute ein bisschen ein. Ja, das freut mich für euch. Ich kann nicht kaufen. Ne? Dieser Monat war schon beschissen angefangen für mich mit den Rechnungen. Und ich habe 0 Cent diesmal für Kryptowährungen. Bis jetzt. Also ab Ende des Monats habe ich wieder ein bisschen Geld. Kryptowhited, bisschen Nachschub. Kann nie schaden. Natürlich. Ne? Bisschen was reinbuttern. Bisschen aufstocken. Alles gut. Qualmless, Pizza oder Steak Nachschub? Ging wohl nicht an mich. Mr. Crypto, V-Chain, 12, ui. Ja, und? Stört nicht. Anton XRP, MC, hast du deine XRP verkauft oder was ist mit dem Kurs los? Nein, mein Freund, ich habe meine XRP nicht verkauft. Ich habe nicht gekauft, ich habe nicht verkauft. Also ich bin diesmal absolut unschuldig. Crypto, weiter, ich esse Quallensteak heute mit Qualmis. Oh, na dann. Mr. Crypto, hoffentlich kommt Jasmine bald in die Top 50. Erste Seite. Könnte passieren, ne?
scheint wirklich ein gutes Projekt zu sein. Also möchte ich nicht abstreiten. Aber wie gesagt, ich bin durch mit meinen Projekten. Ich akkumuliere jetzt nur noch meine Projekte. Naja, falls sie mal Gewinn abwerfen werden, würde ich mich freuen. Wenn nicht, ja, dann eben nicht, ne? Dann halte ich weiter. Nein, natürlich werden Gewinne kommen. Leute, der Bullenmarkt steht vor der Tür. September, Oktober. Lass den Sommer vergehen. Lass den Sommer rauf und runter die Kurse gehen. Spätestens September, Oktober erwarte ich, dass die Kurse mehr Tendenz nach oben haben und dann richtig. Turbo Bahamas bin ich gerade. Okay, freut mich. Hast du Turbo ein bisschen verkauft und hast dich davon eine schöne Reise gemacht? Das finde ich gut. Armageddon MC. Brad. Mit XRP wirst du alt. Ja, ich weiß, ich habe schon graue Haare. Nicht nur durch XRP, sondern auch durch das weibliche Geschlecht hat es geschafft. Aber dann ist es so. Dann ist es so, mein Freund. Und ich hoffe, du hast mit Brad richtig, richtig fette Gewinne. Kaleido, guten Abend. XRP, Heiko. So, XRP und Eichenbi kräftig nachgekauft. Ach du Schande. Und jetzt guckst du mal nach rechts zu deiner Göttergattin und was sagt sie? Da bin ich gespannt drauf. Armageddon, Toshi, MC, bevor zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Tut mir leid. Würde er jetzt Yoshi heißen, da hättest du mich vielleicht, ne? Wegen Mario. Ich bin ja natürlich auch Mario und Luigi-Fan. Und wenn er jetzt Yoshi hießen würde, hätte ich gesagt, komm, ich hau da auch mal was rein. Startrampe, hab noch ein Euro. Hab noch keine Euronen auf den Börsen, dass ich nachkaufen kann. Vielleicht auch gut so. Ja, du, wie gesagt, ne, ich kann auch nicht kaufen und von daher alles in Ordnung. Kaleido, geil. Heute Morgen noch Veracity gekauft, weil ich dachte, dass das ein geiler Kurs ist. Jetzt minus 18%. Langsam nervt es. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Mich freut es, das zu sehen, weil da sehe ich wieder, dass ich nicht der Einzige bin, der immer so ein Glück hat, ne, wenn er kauft. Mr. Crypto, oh, Veracity, richtig to the Erdkern. Nein, das ist normal bei Veracity. Ist das doch noch nie aufgefallen? Wenn er fällt, dann fällt er richtig. Aber wenn er steigt, dann steigt er auch richtig. Das ist immer so eine Hassliebe bei dem, ne? Kenbeam, der Dip war gerade super. Hab noch mal in Vera investiert. Geht ja wieder hoch. Seht ihr. Veracity meine ich. Echt? 18%. Was haben wir jetzt da? Vera. Was hast du denn Schönes? Naja, gut, ne? Wenn du da richtig. Oh, das ist auch mies. 20 Uhr und dann ging es da wieder richtig schön hoch. Ja, okay. Man muss abwarten, ne? Jetzt hat er meinen Einkaufspreis von Veracity wieder erreicht. Natürlich vorher die 100.000 noch mir geholt, ne? Vor ein paar Wochen. Ist doch wieder klar. Alles gut. Marzel, gerade noch mal für 43 Cent nachgekauft. Gut. CryptoWhited, ich code derzeit einen XRP Ledger Explorer. Okay, geil. Turbo, hab auch noch mal Veracity geholt. Eben bei minus 25%, war aber nicht leicht. Okay. Armageddon, Toshi MC, bevor zu spät. Ja, wie gesagt, Yoshi, dann wäre ich sofort da drin. CryptoWhited, wenn jemand coden kann, kann mich ja supporten. Tja, da bin ich raus. Kimbeam, hi Turbo. Hey, Turbo, Toshi ist Must-Have-Coin. Okay. Fettoni, cool bleiben, Leute. Es wird alles gut. Natürlich. Alter Schwede. Das kennen wir doch schon vom Bärenmarkt, solche Abstürze auch einmal. Ne? Das ist normal. Das passiert im Bullenmarkt genauso und in der Vorbullenphase auch. XRP Heiko, wie schön arbeitet mit EVRN und Tesla zusammen, um die App Charge to Earn einzuführen, die Anreize für nachhaltige Fahren schafft. Diese Zusammenarbeit erhöht die Nachhaltigkeit und steigert potenziell den Wert von VeChain. Naja, ob es den Wert wirklich von VeChain steigert, müssen wir natürlich abwarten. Aber ihr seht, die Entwicklung geht weiter. Mr. Crypto, es wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Sein Blitz, weil man Sonntag die Zinsen Senkung kommt. Wo? Bei der EZB ist es doch schon raus. Dann wäre es schon längst gekommen. Die USA glaube ich nicht, dass sie die Zinsen senken werden. Und EZB, das ist nicht so eine Aussagekraft, dass man sagen könnte, okay, jetzt haben wir die Kacke am Dampfen auf dem Kryptomarkt. Lundin, arbeite jetzt im Büro, kann jetzt jeden Abend MC TV sehen, geht mir super so. Geil, das freut mich, das freut mich. Nicht, dass du mich jetzt jeden Abend sehen kannst, ne, um Gottes Willen. Ich möchte dich ja nicht jeden Abend vergraulen, aber dass du einen besseren Job hast.
Sanremo war am Einkaufen. Ach, du bist so schlimm, Junge. Du bist so schlimm. Tobi, jetzt Versity kaufen? Das musst du selber entscheiden. Wenn du sagst, ja, den will ich haben, dann leg los. Tobu, GameStop war heute minus 40%. Da musste man natürlich auch noch mal rein. Okay. Mr. Crypto 23, noch nicht auf den Malediven. Bahamas bin ich. Schön warm, aber sehr windig hier. Ja, freudig. Mr. Crypto, geile Grüße mit mir, die Bahamas. Tribun, hi. Hammageddon, MC, rette dein Leben mit Brad und Toshi. Du, ich muss mein Leben nicht retten. Warum soll ich mein Leben retten? Also ganz ehrlich, der Erfolg an Kryptos bei mir persönlich, was mein Leben betrifft, davon hängt das nicht ab. Na, wenn Kryptos jetzt to komplett tot wären, was ja unmöglich ist, weil die Blockchain-Welt ist ja in der realen Welt angekommen. Ja, die Massenadoption ist der nächste Schritt. Die kommt ja auch mit Regulierung und Gesetzesumänderung. Aber selbst wenn die Kryptos auf Null gehen, natürlich würde ich mich tierisch aufregen und auch wahrscheinlich mal kurz in die USA fahren. Aber da wird mein Leben nicht vorbei. Ja, also von daher, ich habe nur investiert, was ich auch bereit bin zu verlieren, was ich nicht brauche an Geld. Armageddon, alle Coins unter Brett und Toshi steigen. Okay. Mr. Crypto, direkt swappen, wieder alle in USDC. Pussys. Magic Mike XRP 1000, Moin MC und XRP, Longtime Holder, muss morgen auf YouTube YouTube schauen, okay. Kofox, MC, Juni wird's auch nichts. Warten wir mal, bis der Juni schon vorbei. Was haben wir? Wir haben den 7.6. und du sagst jetzt schon, der Juni wird nichts. Nur weil heute mal ein Absturz ist, muss entspannter werden. Du musst wirklich entspannter werden. Bin von diesem Jahr auch nicht so überzeugt. Mal sehen, wie nächstes Jahr wird. Ey, wir haben den 6. Wir haben Mitte des Jahres und du sagst jetzt schon, das Jahr ist schon vorbei, so gesehen für Krypto. Oder für XRP eher gesagt. Okay. Androton, moin zusammen. Startrampe, wir müssen mal das Sommerloch überleben. Dann wird schon wieder besser werden. Hundertprozentig. Kofox, ah, hat Ripple XRPs verkauft? Stark weiter so. XRP Eiko, und das Herbstloch und das Winterloch. Und nein, es gibt kein Herbstloch. XRP Eiko, ich baue gerade das Portfolio meiner Enkel aus. Wenn das so weitergeht, holen die meines noch ein. Ist doch schön. AQ17, San Francisco, interessant. Ah, WatchGuru hat gestern schon so eine Scam-Nachricht rausgeballert, muss ich sagen, ne? Was haben wir denn gerade eingetroffen? Donald Trump nennt sich selbst bei einer Spendenveranstaltung für Technologie in San Francisco Krypto-Präsident. Wie gesagt, jetzt ist Wahlkampf. Da verspricht er alles. Und gerade so die Krypto-Bereich, die Fans in den USA, das sollen so um die 50 Millionen Wahlberechtigte sein. Ist schön und gut, dass er sich so nennt, aber im Moment, wenn es um Wahl, weil er im Wahlkampf ist, muss ich leider sagen, sollte man es mit Vorsicht genießen, ne? Weil du weißt, für einen Wahlkampf ist, da versprechen die alles. Du siehst es jetzt bei der Europawahl, denkt dran, wählt Sonntag unbedingt wählen gehen, da entscheidet ihr über euer Geld, was sie verpulvern dürfen. Nein, es geht darum, wählt das kleinste Übel für euch. Und du siehst ja da selbst die Wahlplakate, ne, von allen möglichen Parteien, die wir ja hier in Deutschland haben oder auch Österreich sicherlich, was da alles draufsteht. Ne? Da muss man sich immer mal überlegen, schafft ihr das, was da draufsteht, schon alleine in meinem Land? Dann könnte ich es mir vorstellen, dass es vielleicht auch für die komplette Europäische Union schafft. Aber wenn ihr es nicht in meinem Land schon schafft, wie wollt ihr dann einen ganzen Kontinent so gesehen regieren? Ne? Aber man sollte wirklich versuchen, das kleinste Übel eben zu wählen. Was ihr wählt, das ist natürlich eure Sache. Wenn es hier welche gibt, die sagen, oh, ich wähle die Grünen aus Deutschland, dann wählt sie. Ja, ich bin niemandem böse. Ich habe auch zwei Leute bei mir im Bekanntenkreis, die sind total grün affin, sage ich mal. Ne? Und die haben mir auch gesagt, du pass auf, Marcello, Sonntag, ne? Ich wähle die Grünen. Die sind so geil. Ich gucke die nur an und frage, ja, aber was ist so geil an denen? Außer, dass sie ein Land ruinieren, in meinen Augen. Aber okay.
Sie sind davon überzeugt, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Deswegen ist man ja kein schlechter Mensch. Mr. Crypto, Justin, 90 Billionen Assets Manager VanEck predigt, Ethereum wird 22.000 bei 2030. Also im nächsten Bullenmarkt. Nicht diesen, der jetzt kommt, sondern darauf der. Könnte passieren. Möchte ich nicht abstreiten. Na, also dieses Mal tippe ich auf 15.000, also zwischen 12 und 15.000 könnte er erreichen. Und dann 22.000, ja, doch. Man muss auch bedenken, bis dahin ist hundertprozentig alles über den XRP-Ledger mit abgesichert bei Ethereum. Warum nicht, ne? XRP-Heiko, die schütteln nur den Kopf und winken mit ihren Jasmine. Ja, sollen sie. Kufox MC, was sagen deine Kollegen aus Asien? Sagen nichts, nichts bitte. Nein, das ist alles entspannt. Selbst in Asien. Also ich war gestern, weil ich ja Urlaub hatte, war ich so ein bisschen in Asien-Chats natürlich auch, ne, im Blockchain-Bereich um 13:30 Uhr. Morgens natürlich. Alles so, was die XRP-Gemeinschaft betrifft, was ich so gesehen habe, da eigentlich recht entspannt. Die freuen sich alle auf den Stablecoin jetzt, der dieses Jahr höchstwahrscheinlich doch schon rauskommt, wie Mrs. President von Ripple ja schon gesagt hat, auch. Nicht wahrscheinlich, wie gestern es hieß, sondern dieses Mal gab es ein Interview heute, da hat sie klipp und klar gesagt, dass dieses Jahr der Stablecoin rauskommt. Und darauf warten alle. Deswegen, das schockt die Leute nicht hier sowas. Ganz ehrlich. Wenn du Daytrader bist, ja, dann hast du die Arschkarte, ne? Dann hast du wirklich voll verkackt heute mal. Dann ist deine Position wahrscheinlich auch gelöscht worden, ne? Weil du verloren hast. Aber ansonsten, wenn du Investor bist, so wie ich zum Beispiel, ich kann ja jetzt nur von mir reden, nicht von euch. Und du bist ein Holder. Das interessiert mich, dass es heute mal 5%, 8%, 10, 20% meine Kryptowährung runtergegangen ist. Ganz ehrlich, nicht ein Stück. Ich warte auf den Bullenmarkt für mich. Der Bullenmarkt habe ich öfter schon gesagt zu euch, wie ich den finde, was passieren muss. Darauf warte ich. Und nur im Bullenmarkt, wie ich den für richtig finde, da verkaufe ich. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, jetzt, ja, scheiße, ich habe kein Geld, sonst hätte ich nachgekauft. Das ist immer wieder die gleiche Scheiße. Wenn ich kein Geld habe, kommt sowas. Aber warum sollte mich das jetzt stören? Verstehe ich nicht. Also mich persönlich stört das null. Transatlantic muss mich leider verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüße der Exkommunikated. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Mr. Crypto. Wollen wir nicht. Die VeChain und VTRO-Token von VeChain jetzt auf Revolut verfügbar. Ein weiterer Meilenstein für die Einführung von Mainstream-Blockchain. Okay. Die Mainstream-Zugang zu den nativen Assets führender Blockchains ist wichtig für die Einführung und Nutzung von Protokollen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die VeChain und VeChain Tor-Token von VeChain kürzlich in der Revolut Retail-App einer führenden digitalen Banking- und Investmentplattform gelistet wurde. Okay. Aber du siehst, es hat nichts gebracht. Diese ganzen scheiß Nachrichten, die müssen im Bullenmarkt kommen. Dann hast du locker bei so einer Nachricht, dann hast du 10, 15% plus bei VeChain. KuFox, die hatten wenigstens recht, dass es noch nicht startet. Warte ab. Warte einfach ab. Prinz von keine Ahnung. Hallo und schönen Abend zusammen. Grüß dich. XRP-Eiko. Heute sind meine neuen XRP und Shiba Inu T-Shirts gekommen. Was? Es gibt Shiba Inu T-Shirts? Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sorry. Prinz von keine Ahnung. Hab heute ein Minus von 12% bei Veracity. War etwas besonders? Nö, der ganze Markt ist nur gestürzt. Mehr nicht. Aber wieso, weshalb, keine Ahnung. Mr. Crypto. Krypto ist Scam. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Deswegen packe ich ja da mein Geld rein. Lundin, hoffe MC im Bikini zu sehen. Das heißt, wir werden alle geil. Aber wegen dem XRP. Hallo? Hallo? Wenn du mich einmal siehst mit meinem schönen Adoniskörper, du mein Freund, da bist du richtig neidisch. Und dann bist du auch geil. Geil und reich. Ihr wollt mich doch nur im Bikini sehen, damit ihr 100 Dollar seht, ne? Ihr nutzt mich nur aus. Ihr benutzt mich einfach nur. Startrampe, hau mich
mal auf die Couch und hör zu. Muss die Schulter mal entlasten. Junge, du sollst dich ein bisschen entspannen, ne? Ich will nicht wissen, was du trotz deiner kaputten Körper zurzeit noch alles machst nebenbei. KuVOX, mich interessiert leider nur XRP, die anderen Coins eher weniger. Deshalb macht es mich wütend, wie er performt. Aber warum? Das ist jetzt nur eine Marktsituation, ne? Eine Reaktion vom Markt. Das ist ja nicht von wegen, nur XRP ist um 8 oder 10% gefallen. Wäre das der Fall und alle anderen sind stabil oder steigen sogar, dann würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, auch heute. Wieso, weshalb, warum mein Drecksmünze so gefallen ist und die anderen überhaupt nicht. Dann müsste was mit XRP nicht stimmen. Senna Jack, man muss aber zugeben, dass Trump damals sein Wahlversprechen weitestgehend eingehalten hat. Natürlich. Er war einer der wenigen Präsidenten, auch in den USA, da gebe ich dir absolut recht, der seine Wahlversprechen tatsächlich zum größten Teil, so gut es geht, eben halt auch durchgesetzt hat und auch eingehalten hat. Die meisten machen ja nur genauso wie in allen anderen Ländern, bla bla bla, Hauptsache sie kriegen deine Stimme. XRP-Heiko, Fun-Eck hat ja einen Bitcoin-ETF. Klar, dass der Preis so ansetzt. Nein, aber nehmen wir mal an, dass Ethereum wirklich 15.000 erreicht oder 12.000. Dann schafft er das nächste Mal auch 22.000. Und Bitcoin natürlich, dass es ziemlich hoch eingestuft wird, weil die auch einen haben. Ich habe jetzt heute gesehen, dass jemand behauptet, ich glaube HKCM war das, dass Bitcoin August 200.000 erreicht. Nur die Überschrift. Ich habe mir das Video jetzt nicht angeguckt. Halte ich für nicht möglich in dem kurzen Zeitraum, dass er jetzt diesen August 200.000 erreicht. Mich würde es natürlich freuen, aber ich denke eher, dass bis Ende des Jahres könnte man vielleicht so eine Prognose rausballern oder als Überschrift nehmen für ein Video, ne? Aber nicht August, ne? Wir müssen es so sehen. Der Sommer steht jetzt vor der Tür, ne? Und die großen Big Player fahren natürlich auch runter, weil auch Personal natürlich nicht da ist. Warten wir einfach den Sommer ab, ne? Ganz einfach. Den Sommer schön genießen und fertig. Prinz von keine Ahnung, auf meinem Bitpanda-Konto ist heute ein Reward von der Bitpanda Bitcoin Wallet von 0,006 Bitcoin eingegangen. Keine Ahnung für was. Hab mal nachgefragt, ob das so korrekt ist. Bin gespannt. Hast du jemanden über dein Bitpanda-Konto dazu gebracht, mit einem Affiliate-Link, den du hast, über dein Konto natürlich dann sich bei Bitpanda anzumelden? Dann ist es wahrscheinlich deswegen. Olli, hab auch einen Grünen im Freundeskreis, einen CDU-Mann und ein GEZ-Fan. GEZ? Oh Gott, der hätte bei mir schlechte Karten. Der Grünen würde ich ja noch mit einem Auge akzeptieren, aber GEZ? Alter Schwede, da bist du bei mir mit der Wimpel fällig. Ja, CDU, ja, was soll ich dazu sagen? Da habe ich auch einige. SPD, ich hab bunt durch, ne? Also wenn wir uns alle treffen, einmal im Monat, dann gibt es teilweise auch hitzige Diskussionen, weil natürlich auch welche bei den Blauen sind und ja, mein Gott, ne? Aber wir diskutieren vernünftig und auf einer vernünftigen Ebene, ne? Wir keifen uns nicht an wie kleine Waschweiber oder sonst irgendwas, sondern es wird vernünftig diskutiert dann. Wenn wir mal zu dem Thema Politik dann kommen. Aber jedem das seine, ne? Jeder soll das eben halt machen und wählen, was er für sich persönlich richtig befindet. Schlimm finde ich es einfach nur, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn man überhaupt nicht zur Wahl hingeht, wenn man nicht weiß, wie man wählen kann oder sagt, ach, ist mir alles scheißegal, die machen, bauen eh nur alle Kacke, dann geht trotzdem hin, nimmt den Wahlzettel und macht ein großes Kreuz über den kompletten Wahlzettel, damit eure Stimme wenigstens ungültig ist. Weil das finde ich am schlimmsten, dass man überhaupt nicht hingeht. XRP-Heiko, so Leute, wir sind mal raus. Was essen und dann geht's weg. Bis morgen. Ach, viel Spaß beim Party machen. Natürlich, viel, viel Spaß. Senajank, Trump sagt aber, dass er CBDCs verhindern möchte. Kann das für XRP gefährlich werden? Pass auf. Ob CBDC oder Fiat-Währung spielt für XRP in meinen Augen gar keine Rolle. Weil du brauchst für beide eine Brückenwährung. Aber CBDCs kann er nicht verhindern, weil es ist von den Zentralbanken und der BIS hat natürlich das Sagen. Ne? Er könnte es vielleicht einschränken, die CBDCs, den digitalen Dollar, ja, aber verhindern, denke ich, schafft selbst er nicht.
Außer er setzt die Zentralbank der USA wirklich auf den Trockenen und löst die auf. Aber dann wird es interessant, wer verwaltet dann die Kohle der USA? Olli, welchen Sinn hat ein Stablecoin genau? Also ein Stablecoin, den brauchst du für mehrere Verwendungen, zum Beispiel Lending, sprich Kredite über den XRP Ledger. Mit dem Stablecoin kannst du die natürlich dann abwickeln, ne? Gerade im Kreditbereich, Hypothekenbereich wäre er natürlich mega geil, ne? Ein Stablecoin, damit kannst du zum Beispiel auch bezahlen. Guck dir USDC und USDT an. Damit kannst du online viel bezahlen schon. Jedes große Netzwerk oder was groß ist, hat einen Stablecoin auf seinem Netzwerk und dadurch natürlich mehr Schmackes auch gekriegt. Deswegen, Stablecoin ist verdammt wichtig. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte nie gedacht, dass Ripple tatsächlich einen eigenen Stablecoin rausbringt. Ich habe immer damit geliebäugelt, dass sie von Circle den USDC Stablecoin nehmen und den Euro Stablecoin von Circle. Damit habe ich eigentlich ganz stark gerechnet, dass sie den auf den XRP Ledger implementieren. Aber dass Ripple selber einen Stablecoin rausbringt, ist natürlich eine geile Hausnummer und damit hätte ich nie gerechnet. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, nie. Olli, außerdem dachte ich, wir belassen unser Geld im Ripple-System, indem wir gegen Zinsen unsere XRP verleihen. Warum wird dann immer zu von Dividenden gesprochen? Weil das mein erstes Standbein ist von passivem Einkommen. Man muss auch, wenn man sowas wie passives Einkommen aufbauen möchte, natürlich breit sich streuen, ne? Nicht nur in ein Produkt investieren, weil dann ist es genauso, ja, wie russisches Roulette, ne? Das Produkt könnte auch irgendwann mal hops gehen auf einmal. Olli, Veracity ist im Arsch. Nein, der ganze Markt ist so. Dreimal, verkaufst du im nächsten Bullenmarkt 28, 29 wirklich alle XRP, wenn XRP nicht bis dahin performt? Ja, bis auf 10.000 Stück. Die würde ich behalten. Alle anderen werde ich abstoßen. Mr. Crypto, Veracity soll mal 50 Cent machen, aber yalla. Was? Bleib ganz entspannt. Bleib ganz entspannt. Wir haben noch nicht mal den Bullen. Ja, ich weiß, für andere haben wir den schon den Bullenmarkt. Wir haben noch nicht den Bullenmarkt. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn wir den Bullenmarkt haben. Ne? Keine Panik. Und dann werden wir auch sehen, was Veracity macht. Natürlich, er ist im Arsch, bla bla bla, ne? Ja, wartet ab. Lucke, natürlich MC, aber wir werden den Bikini Grüße aus dem Ruhrgebiet. Denen ist sehen. Na sicher wirst du das sehen. Olli, der Markt bricht zusammen. Was passiert? Es muss einen Grund geben. Nicht unbedingt. Aber sicherlich, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich eine Kryptobörse wieder gehackt worden ist in Asien. Olli, auf welchen Plattformen kann man gut swappen? Also ohne Börse ist das schwierig. Oder sollte man nur über die Börse gehen? Du kannst zum Beispiel auch über den Hardware-Wallet kannst du auch swappen. Über Uniswap kannst du auch swappen. Aber wie gesagt, wenn du switchst, du bist in Deutschland, mein Freund, musst du, wenn du Pech hast, Steuern zahlen. Und die Haltefrist beginnt von 9. Manatees, wie hoch wird denn der XRP Stablecoin sein? Naja, steht da, Stablecoin. 1 Dollar wird er gedeckt. Er wird nicht höher gehen als 1 Dollar. Sanremo, der Bullenmarkt startet erst im September. Oh, danke, danke. Wenigstens einer. Ja, September, Oktober. Davon bin ich auch total überzeugt, mein Freund. Und bis dahin haben wir noch Zeit. Und dann wird er so zwischen 12 und 15 Monate gehen, gehe ich von aus. Mr. Crypto, ja, denke auch, ab Oktober geht es langsam los. Olli, was bedeutet, wenn XRP nicht performt? Wenn XRP nicht mindestens 10 bis 50 Dollar macht bis 2028, 29, was für mich persönlich unmöglich ist, das meint er damit. Tremmer, keine Anwendung. Man kann es auch so sagen. Mr. Crypto, dass XRP nicht performt hat. Hä? Nein, weil ich ja gestern gesagt habe, von wegen, wenn es bis zum nächsten Bullenmarkt, 28, 29 oder schon machen wir Schrägstrich 30 noch,
ich weiß jetzt nicht genau, wann der beginnt, ich glaube 28, 29 soll das sein, nicht in der Verwendung ist, würde ich bis auf 10.000 XRPs alles verkaufen. Diese 10.000 werde ich weiterhalten, weil wenn er dann irgendwie 2030 vielleicht oder 32 dann die 100 Dollar erreicht, ja gut, dann habe ich 1 Million Euro gemacht, ne? Aber so lange werde ich dann auch halten. Deswegen, weil nach den Jahren, er muss spätestens bis dahin wirklich was bringen, sage ich ganz ehrlich. Mr. Krypto, schon wieder eingeholt, du Schlawiner. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin gut in Übung mittlerweile mit euch. Olli, nie, bin mit allem steuerfrei. Ich habe bisher nur zweimal geswappt und das war fett im Minus. Ja, da musst du auch aufpassen mit dem Schwachsinn, ne? Also mit sowas würde ich wirklich, ich sag mal, wenn der Bärenmarkt beginnt, packst du 500 Euro in irgendwas rein, wo du sagst, okay, ich swap damit rum. Aber damit kannst du auch ganz schnell natürlich auch dein Geld verlieren. Qualm ist, er macht sich fast eine Stunde, also Bubu. Ciao. Hallo? Olli, was? Wie bitte? Wann hast du deine Million MC? Bis wann denkst du, bist du durch? Nein, ich habe gesagt, ich behalte 10.000 XRP, wenn es bis 28, 29 nicht knallt. Dann verkaufe ich alles, was über die 10.000 ist. Von XRP. Die 10.000 behalte ich, um zu warten. Dann ist es mir auch egal, wie lange das dauert, bis XRP dann 100 Dollar erreicht hat. Lucky, was war bis jetzt immer so, dass es September, Oktober, November gestartet ist? Oh, Lucky, du bist doch gemein. Natürlich, war wirklich so. In den 3 Monaten ist immer der Bullenmarkt gekommen. Laut der Statistik, die es seit dem Kryptomarkt gibt. Immer nach dem Halving September, Oktober, November ist es der Bullenmarkt gekommen. Aber der Bullenmarkt läuft doch schon, Lucky, seit Oktober letzten Jahres. Ich halte mich da raus. Ich halte mich da absolut raus. Wenn die Leute meinen, seit Oktober letzten Jahres viel Spaß, dann müssten wir ja im November spätestens schon durch sein. Papi spielt. Ich finde es cool von MC, dass er sich auch für andere freuen kann. Gutes Vorbild für die Ju Jüngeren. Nee, für die Jüngeren bin ich kein Vorbild. Vertrau mir. Natürlich kann ich mich für andere freuen. Wieso? Ich find das doch geil, wenn man Kohle macht. Ich bin ja niemanden neidisch, ne? Weil ich hätte ja selbst die Chance gehabt dann damit. Ne? So wie mit Jasmine. Einer hat ja jetzt hier verkauft. Warum nicht? Ist doch geil. Ich hatte doch auch die Chance. Mr. Crypto hat mir letztes Jahr schon gesagt, oder euch allen auch, geht in Jasmine rein. Ich habe gesagt, nö. Da hätte ich jetzt auch schönes Geld machen können, oder? Stört mich nicht. Ich habe meine Coins. Die müssen springen im Bullenmarkt. Wenn nicht, habe ich voll in die Scheiße gegriffen, was ich mir nicht vorstelle. Aber wir werden es noch sehen. Lucky, das wäre jetzt mein dritter Bullenmarkt. Ja, siehst du? Willkommen im Club. Mr. Crypto, schaut euch Jasmine mal an, sonst raste ich aus. Spaß. Aber Lucky, eine kurze Frage. Es ist dein dritter Bullenmarkt. Bist du schon Millionär? Bei mir wirft man ja vor, ich bin ja schon seit 2014 dabei. Es ist ja unmöglich. Wieso bist du noch kein Millionär? Mr. Krypto, und ich dachte, wir wären wieder im Bärenmarkt. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los, Mr. Krypto. Nee, der kommt ja jetzt erst im November. Ne? Für die, die denken, dass im Oktober der Bullenmarkt gestartet ist. Letzten Jahres. Olli, ja, hin und her macht Taschen leer. Richtig. Ich habe ja aus Überzeugung gekauft und wurde erwartungsgemäß massiv enttäuscht. Ist halt wie eine Ehe. So ein Investment. Das hast du jetzt gesagt, ne? Ich bin mit dem Thema Ehe ja sowieso auch bei mir schon durch. Bei dir weiß ich nicht. Erst wird sich von der besten Seite präsentiert und dann beginnt das Grauen und Überleben. Meine Damen, das ist seine Meinung, nicht meine, ne? Ich bin da neutral. Psychobeule MC, was denkst du mit Veracity, wenn der Bullenmarkt startet und Veracity zünden sollte?
Ist das ein kurzfristiges Vergnügen oder geht es einige Monate mit einem Coin tocken? Nein, es wird natürlich etappenweise mit den Coins und Token auch bei Rarity natürlich massiv nach oben gehen. Oder ich hoffe es natürlich, ne? Sagen wir so, das ist ja keine Garantie, sondern ich hoffe es natürlich und ich erwarte es im Endeffekt, dass es etappenweise nach oben geht, ne? Das heißt, Rarity könnte auch oder andere könnten 30, 40% am Tag machen, aber auch genauso gut auch 10% am nächsten Tag wieder fallen, ne? Also es wird brutal natürlich auch. Aber die Steigung wird natürlich den Minus übertreffen immer. Tobi, es geht schon wieder nach oben. Ja, ist auch richtig. Ich habe ja noch nicht gekauft, ne? Psychobeule, schlecht formuliert. Nein, alles gut. Prinz von keine Ahnung. Was? Bärenmarkt? Hab bisher nichts verkauft. Verdammt. Ja, das ist jetzt Pech, ne? Jetzt sitzen wir wieder im Bärenmarkt und jetzt akkumulieren wir weiter. Bis in 4 Jahren sehen wir uns dann wieder. Ja, ich finde das köstlich einfach, ne? Auch was man mir so gegen den Kopf geknallt hat, hey, wir sind schon im Bullenmarkt, bla bla bla. Nein. Nein, noch lange nicht. Aber ist egal. Mr. Crypto, Quant und XTC können sich die Hand geben. Beide Stablecoins mit Neigung zum Minus. Oh, stimmt, Quant hatte ich lange nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe ja gesagt, bei $70 kaufe ich mir sogar Quant. Was hat denn der Kleine? Oh, $86, hallo. Hallo, er kommt immer mehr in den $70-Bereich rein. Oh, er war ja schon fast bei $70. Oh, ich muss da einen Alarm unbedingt stellen, dass ich den nicht erwische, dass ich den noch erwische. Ja, das muss ich unbedingt machen. Ja, ich habe ja immer gesagt, bei $70 oder im $70-Bereich kaufe ich mir auch Quant. Mr. Crypto, wir werden nur abgezockt. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig, mein Freund. Das ist halt so. Wir müssen 3, 4 Jahre durch die. Ich sag's ganz ehrlich, wir müssen 3, 4 Jahre durch die Scheiße gehen, damit wir in dem einen Jahr richtig abkassieren. Das ist ganz normal. Und Lucky ist ja schon länger dabei, wie er gerade geschrieben hat, ja vorhin, und der kann es bestätigen. Lucky, den ersten habe ich verkackt. Okay, ist normal. Neuling und zu hoch gekauft und Panikverkauf gemacht. Okay, das ist normaler Fehler. Das macht eigentlich jeder. Ne? Ich habe das auch gemacht. Mit Bitcoin. Den zweiten habe ich genutzt, um meine Coins sehr gut zu vermehren. Und jetzt stehe ich sehr gut da. Okay. Komisch, bist noch kein Millionär. Merkwürdig. Das finde ich ja wirklich merkwürdig. Das hauen mir alle die Leute so um den Kopf. Ne? Du bist schon so lange dabei. Warum bist du kein Millionär? Ja, ich wär ja schon längst Millionär. Ganz klar. Aber ich habe das Geld natürlich für was anderes benutzt. Sanremo, hab vorher gerade Quant gekauft. Mr. Crypto, MC, der alte Quant-Maxi. Nein, noch nicht. Ich habe immer gesagt, das kann Sanremo sogar bestätigen. Er hat mir auch immer gesagt, von wegen, kauf dir Quant. Da habe ich gesagt, pass auf, wenn er im $70-Bereich ist, kaufe ich mir Quant. Dann hole ich mir 2, 3 Quant und das reicht dann, ne? Weil er soll ja auf 10.000 gehen. Ob so wird, schauen wir mal. Lucky, über die Höhe von Geld redet man nicht, aber läuft sehr gut. Sehr schön. Kembi, es gibt ja auch Hybrid-Löwe und Tiger. Liger oder Tiger. Und Löwe. Tiguan. Und so weiter. Da sind wir also im Bären, Bullen, Berlin, Berlin oder Bullrennmarkt. Nee, das gibt's nicht bei uns in der Kryptowelt. Aber nicht schlecht. Tobi, MC, was denkst du zur Immobilienkrise, die sich in der USA anbahnt? Diverse Banken werden ja staatlich unterstützt mit Milliarden Zuschüssen. Denkst du, dass die Krise erst nach dem Bullrun kommt? Wird dann der Change, sein XRP, wird auferstehen? Ja, das ist so die Frage. Also ich gehe davon aus, weil jetzt Wahljahr ist natürlich, ne? Und wenn jetzt die Krise jetzt schon ausbrechen würde, richtig in den USA, wenn sie die Banken natürlich nicht mit Milliarden unterstützen würden, würde es ja extrem werden. Das heißt jetzt nicht von wegen, oh, das ist ja da drüben, das wird uns nicht dann betreffen. Doch, doch, das wird die ganze Welt betreffen. Keine Panik, und zwar richtig dann. Gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr noch verschont bleiben werden. Und ich gehe frühestens davon aus, dass vielleicht im Sommer nächsten Jahres es losgehen wird.
Wie die Kryptowelt reagieren wird, kann ich dir, um ehrlich zu sagen, nicht sagen, weil sowas hat die Kryptowelt noch nicht miterlebt. Ob XRP dann losgelegt wird, wäre natürlich clever, ne? Weil dann könnten die Banken natürlich wahnsinnig an Milliarden von Dollar sparen. Aber das werden wir alles sehen. Deswegen, es ist eine spannende Zeit, was in der Welt passiert. Jetzt nicht diesen Krieg Mist, sondern die Finanzwelt. Weil die kurz vorm Kollaps im Endeffekt steht weltweit, muss man ganz klipp und klar sagen. Es wird interessant. Es wird auf jeden Fall interessant, auch für die Kryptowelt, aber auch für mich, ne? Ich bin zwar seit 2014 dabei, aber das hat der Kryptomarkt noch nicht erlebt, was wir jetzt auf der Welt haben mit der Finanzkrise und alles. Wir haben sie immer noch. Papi spielt, MC, kommst du eigentlich damit klar, wenn wir den Bullenmarkt haben und wir hier gefühlt alle jeden Tag komplett am Durchdrehen sind und dein Handy nicht mehr stillsteht, weil jeder Panik hat, hast du für die besagten Monate schon eine deeskalierende Methodik? Ich werde trinken. Weiß ich nicht, müssen wir gucken, ne? Schauen wir mal. Zur Not, ich habe noch ein paar Flaschen rum. Ken Beam, hier, lustige Hybridvarianten. Okay, da gucke ich nicht drauf. Psychobeule, und das, wofür du das Geld benutzt hast, war absolut ehrenhaft. Ja, wenn man mir das Leben rettet, versuche ich den Menschen natürlich auch zu helfen. Ganz klipp und klar. Also, wie gesagt, früher habe ich viel Geld verdient. Wirklich sehr viel Geld. Aber Geld hat mich noch nie interessiert. Jetzt verdiene ich wenig Geld. Ich kann meine Rechnung bezahlen, ich kann ein bisschen Krypto kaufen. Alles ist gut. Ich brauche nicht viel Geld. Ich brauche nicht viel Luxus. Ich meine, wenn ich so eine Roomtour hier machen würde, würde die auch alle sagen, oh Gott, der lebt hier fast wie ein Penner. Ne? Da ist es, der wirklich gut ausgestattet ist, sage ich ganz klipp und klar, ist meine Tochter. Da fließt immer gutes Geld rein. Und in die Kryptowelt natürlich von mir. Olli, ich gehe schon 30 Jahre durch die Blöde der Arbeitshölle. Ist das noch nicht genug? Ich arbeite seit fast 40 Jahren immer noch nicht genug. Mittlerweile bin ich so pervers, okay, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich weitermachen muss, dass ich mich auf die Arbeit freue. Naja, das liegt dann wohl daran, weil dein Zuhause so gut vielleicht ist, dass du dich auf die Arbeit freust. Oder du gammelst nur noch auf der Arbeit rum und ärgerst die Menschen. Prinz von keine Ahnung, was denkt wohl gerade der Quant Maxi vom Stammtisch gerade über seinen Overledger? Wahrscheinlich das gleiche wie wir über XRP. Wird schon bei Anwendung. Selbst bei Quant muss ich auch diesen Maxi ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, ganz klipp und klar, der kann auch sich zurücklehnen und entspannen. Ganz ehrlich, der kann auch absolut entspannt weiter da hingucken und sagen, oh. Und es ist eine Tagessituation, vielleicht eine Wochensituation, aber es wird nicht eine Monatssituation oder eine Jahressituation werden. Lundin, zum Glück ist heute erst Freitag. So gibt es morgen am Samstag MCTV. Habt ihr Jasmin Pay oder so, wie es heißt, nur weil ich eine nette Jasmin kenne. Doch diese Kryptowährung geht im Moment nach oben, möchte reich sein und manchmal auch was Gutes tun. Wie jeden Tag. Wie ein Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Okay. Mr. Crypto, wollen wir RTR 2 anrufen für die Roomtour? Solche Leute kommen bei mir gar nicht rein. Papi spielt, gib Roomtour. Ihr wollt tatsächlich eine Roomtour bei mir haben? Okay, das kriege ich, glaube ich, noch hin. Schauen wir mal im Juni. Lucky, alle glauben immer, man kauft die Coins und morgen steht der Lampe vor der Tür. Wenn du Glück hast und 10.000 in den richtigen Shitcoin investierst, ja, aber das ist gleich wie Lotto spielen. Meistens ist dein Geld weg und auch nur, weil jeder zu gierig ist. Und von allen Leuten schaffen es genau ein, zwei Leute, die richtig Geld damit machen. Richtig. Oder die Insider-Wissen haben, ne? Ja, diesen ganzen Lambo-Quatsch da gebe ich dir absolut recht, Lucky.
Es ist halt so, wenn du in die Kryptowelt investierst, musst du dir wirklich gute, solide Projekte aussuchen. Natürlich, jetzt seht ihr die ganzen Mimi-Coins und die machen riesen Prozente. Aber es kann auch ganz schnell nach unten gehen und ihr verliert euer ganzes Geld damit. Dann lieber, also ich tue es lieber, dann lieber in solide Projekte. Mich freut es für euch alle, wenn ihr da in den tollen Bereich investiert und auch Geld macht. Wunderbar, aber für mich nein. Ich investiere in solide Projekte, wo wirklich was dahinter steckt, wo wirklich ein gutes Team dahinter ist, eine gute Entwicklung auch über Jahre, wo ich dann sage, okay, da habt ihr es verdient, ne, dass ich mich für euch interessiere und auch Geld reinstecke und wir werden sehen, wo es landet. Natürlich heißt es nicht nur, weil ich in irgendwelche Coins und Token Geld reingesteckt habe, dass es auch was wert wird. Außer bei XRP. Da bin ich zu 100% überzeugt. Olli, was kaufe ich, wenn der Markt weiter abschmiert? Recity wird doch nix, oder doch? Da könnte ich noch DK machen. Du, das musst du entscheiden. Wenn du denkst, dass Recity nix wird, jo, dann würde ich da ja nichts reinstecken, oder? Olli, Roomtour, wenn das nix wird mit XRP bis 31.8. Nee, da sage ich dann nichts mehr. Malatis MC, da bist du für uns kein Vorbild. Wir sind hier, um Geld zu machen. Geld ist für dich nicht wichtig. Ich möchte nicht mehr arbeiten. Deshalb ist es für mich schon gut, wenn XRP 100 Dollar macht. Natürlich, diesen Bullenmarkt ist Geld für mich wichtig, weil ich eben halt passives Einkommen generieren möchte damit. Das heißt, ich brauche Geld, damit ich natürlich vernünftig investieren kann in einen. In einigen Bereichen, wo ich dann sage, okay, ich kann weniger arbeiten oder ich kann komplett aufhören. Aber früher war Geld für mich absolut irrelevant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist im Endeffekt immer noch so. Ne? Solange ich alles bezahlen kann, essen und alles immer auf dem Tisch ist, ist alles gut. Ne? Ich brauche keinen großen Luxus. Ich muss nicht zwei, dreimal oder einmal im Jahr in Urlaub fahren. Im Moment habe ich sowieso dank der Pandemie gar keinen Bock mehr, irgendwo hin groß zu fahren. Das hat man mir alles versaut und schauen wir mal. Mr. Crypto, ja, Roomtour, zeig hier die 300 Quadratmeter Hütte. Du willst meine Villa doch sehen? Ach du Schande. Papi spielt, ja, Tour, Tour, Tour. Kriege ich, glaube ich, hin. Prinz von keine Ahnung, wie geht es deinen zwei Fellnasen? Rund und gesund? Ja, langsam mache ich mir Sorgen um den Kater. Der hat schon seine 4 Kilo erreicht. Er ist nicht dick. Aber ja, ich muss, glaube ich, langsam mal ein bisschen zurückschrauben für ihn. Ne? Aber nein, den geht es wirklich prächtig. Jetzt muss ich am 3.7. noch zum Tierarzt und dann können sie auch beide raus. Papi spielt Garten mit Pool nicht vergessen, wo der Webergrill steht. Ja, hundertprozentig. Also Garten, ja, Pool. Naja, gut, wenn du den Gartenschlauch meinst, der an einer Pumpe befestigt ist, wo schönes kühles Wasser aus der Erde gepumpt wird, klar, kein Thema. Kembi, man muss ja nicht immer nur an sich denken. Geld machen, um zum Beispiel seiner Mutter eine Eigentumswohnung zu kaufen, erbt man dann irgendwann und hat auch eine Freude dran. Oder den Kids und so weiter. Natürlich. Sanremo, hab gerade X gecheckt. Nichts Besonderes los. Also ganz normale Volatilität hier. Ja, wart ab, da wird morgen wahrscheinlich eine News kommen, dass irgendeine asiatische Börse gehackt worden ist. Da gehe ich mal ganz stark aus. Ist 90% immer der Fall. Ansonsten, wie gesagt, die SSC war ruhig den ganzen Tag, also da ist bisher nichts passiert. Und die US-Zentralbank hat sich auch noch lange nicht gemeldet. Mr. Crypto, schau nur, dass du bei so einer Tour nicht irgendwelche Sachen leakst. Safety first. Ich kann nichts leaken. Lundin, MC, morgen bitte Bikini oder 3 Stunden MC-TV. Muss meine zwei Hütten aufräumen. Mit MC-TV geht's leichter. Deine zwei Hütten? Okay, junger, reicher Mensch. Da musst du dich anstrengen, dass ich 3 Stunden hier sitze. Liegt ja nicht an mir, ne? Das ist immer das Problem. Papi spielt, Oktober ist ja auch nicht mehr lang. Hin. 4 Monate nur noch. Geht bestimmt. Stimmt auch schnell vorbei, besonders dann, wenn man sich drauf freut. Natürlich, wartet einfach ab. Ne? Lucky, hab auch zu meinen Neulingen gesagt, wenn man es richtig macht, dauert es sicher mindestens 10 Jahre und man sollte geduldig sein.
Sie haben sich alle selbstständig über Ripple informiert, auch mit meiner Unterstützung. Sie sind alle überzeugt davon und verstehen es langsam. Natürlich haben Sie auch Infos zu den anderen Stablecoins bekommen. Ja, es ist halt kein Sprint, es ist ein Marathon. Und in der Kryptowelt ist es sowieso auch immer ein Marathon. Natürlich, wie du ja auch schon geschrieben hast, ne, du kannst auch in irgendein Drecksding investiert haben. Du hast 10.000 Euro, packst du da rein, wenn du Glück hast und der wird richtig gepumpt, aus welchen Gründen auch immer, obwohl nichts dahinter steckt. Klar, kannst du Millionär werden. Kannst du auch viel Geld machen damit. Aber da musst du auch wirklich den richtigen raussuchen und dann musst du auch für dich selber riskieren. Also ich würde, wenn dann überhaupt in solche schlechten Bereich, wie ich ja immer so schön sage, ich benutze es jetzt mal nicht schlecht. Ich habe ja nochmal ein anderes Wort dafür, das wisst ihr ja. Ich würde da vielleicht 100 Euro in so ein Ding reinstecken, ne? Aber wenn du richtig Kohle machen willst, klar, 10.000 müssten da reinkommen. Und geht man wirklich das Risiko ein, 10.000 in so ein, wo nichts hintersteckt, da reinzupacken, nur weil das Bildchen vielleicht schön aussieht und ich weiß nicht, also ich persönlich würde dieses Risiko nicht eingehen. Herr Toni, vielleicht ist das jetzt die Korrektur, bevor es losgeht mit dem Bullenmarkt. Könnte sein, möchte ich nicht abstreiten, ne? Lundin, wann kommt der Bullenmarkt? Also für mich persönlich denke ich September, Oktober erst. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt bis dahin nur runtergehen, ne? Das heißt für mich, dass wir jetzt vielleicht peu à peu langsam uns wieder drehen und es wieder Richtung Norden geht. Dennox, klangst jetzt nicht so überzeugt, dass Anwendung bis 2028 richtig entsteht. Woran liegt's? Nein, natürlich entsteht 2028 die Anwendung, sogar schon 2026 mindestens. Spätestens da müsste sie kommen. Nur wenn, es ging ja darum, wenn XRP bis 2026 tatsächlich im Cent-Bereich weiter bleibt, ne? Ob ich dann im nächsten Bullenmarkt tatsächlich meine XRPs dann immer noch halte. Und da habe ich gesagt, nein, da werde ich alle verkaufen im nächsten Bullenmarkt, also 28, 29, Schrägstrich 30, bis auf 10.000 Stück. Aber ich habe auch gesagt, das ist für mich unwahrscheinlich, dass wirklich nach 26 XRP immer noch im Cent-Bereich ist. Lucky Solana hat Unmengen an Shitcoins. Ja, die haben wirklich jetzt in letzter Zeit so viele rausgehauen, da fasse ich mir an den Kopf. Aber hey, wenn die Leute es geil finden, sollen sie packen. Ne? Ich glaube, Bier ist auch von Solana. Sollen sie reinpacken. Brett ist, glaube ich, auch von Solana. Wenn die Leute meinen, sie müssen da ihr Geld reinpumpen, sollen sie es tun. Prinz von keine Ahnung. Nehmen wir mal an, unsere Coins werden kaum gepumpt, dann trotzdem verkauft oder nächsten Bullenmarkt. Naja gut, sagen wir es mal so. Solange ich mit einem Coin oder Token 10.000 bis 20.000 Euro reinen Gewinn machen kann, wo ich nicht viel reingesteckt habe, da müssen sie eigentlich gar nicht so viel pumpen, aber nehmen wir mal an, das schaffe ich dann. Und ich sehe so langsam, okay, der Bullenmarkt neigt sich doch langsam so das Ende, verkaufe ich. Um später im Bärenmarkt natürlich wieder mit dem Geld dann einzukaufen. Falls sie weiter KI und Mimi-Coins pumpen. Ja, keine Panik, das Geld wird auch wieder von den Mimi-Coins und KI in die anderen Projekte gehen. Du musst immer wieder bedenken, natürlich auch die Blockchain-Welt kommt immer mehr. Und umso immer mehr die in der realen Welt kommt, umso größer wird das Interesse an diesen Projekten. Und das wird, oh, dieses Jahr wird es noch ein bisschen verhalten sein, aber ich schätze, nächstes Jahr wird es richtig schmutzig abgehen. Dennox, wie siehst du Chainlink und Quant im Unterschied? Ich sehe einen Unterschied, aber einige im Markt sehen da irgendwie Parallelen. Also parallel zwischen beiden ist, sie können sich natürlich mit verschiedenen Blockchains verbinden. Da kommen wir aber noch dazu, dass der XRP-Ledger sich bald mit allen Blockchains in der Welt verbinden kann. Das kann Chainlink und Quant zum Beispiel nicht. Ansonsten, ich sage immer, Quant ist das bessere Chainlink. Ganz einfach.
Aber trotzdem halte ich von beiden nichts, wo ich sage, da müsste ich investieren. Ne? Quant investiere ich nur, weil ich gesagt habe, einmal, wenn er bei 70 Dollar irgendwo reicht, in dem Bereich, dann kaufe ich mir auch ein paar Quant. Pappy spielt, nach dem Bullenmarkt kann man ja ein bisschen vom Profit zurückhalten und damit im Bärenmarkt einkaufen. Unter Umständen hier und da ein Hunderter für unsere Mimi-Rallye. Ja, zum Beispiel. Aber natürlich, ne? Ich habe ja immer gesagt, das, was ich im Bullenmarkt an Gewinne mache, außerhalb von XRP und XCC, die werde ich ja bis zur Vergasung halten, werde ich natürlich 50% zur Seite legen für den Bärenmarkt. Dennoch, hast du zufällig genaue Zahlen, wie viel Geld XRP zum aktuellen Zeitpunkt in Verwendung ist? Sieht man ja auch ja auf der Karte, die du offen hast. Da siehst du nicht, wie viele jetzt gerade in Verwendung sind. Aber ich gehe davon aus, das sind nicht viele, die jetzt gerade in Verwendung sind. Es sind vielleicht gerade so viele, dass du sagen kannst, okay, der 30-Cent-Bereich wird immer noch stabil gehalten. Von daher, da müssen wir abwarten. Wir brauchen auch eine Verwendung nicht von ein paar hundert Dollar, die transferiert werden, oder ein paar Tausender, ein paar Hunderttausender in einer Stunde. Wir brauchen wirklich den Millionen, zig Millionen, also reden wir von 5 bis 10 Millionen. Oder am besten natürlich den Milliardenbereich schon. Dennox, man sagt ja immer, es gibt schon Verwendung. Ja, ich möchte ein Gefühl bekommen, wie viel mehr das noch werden muss. Und am besten hat man dazu einen Standpunkt von heute. Das Problem ist, es kann dir im Moment noch keiner sagen, weil der asiatische Bereich jetzt noch schläft. Es wird viel in Asien transferiert beim XRP Ledger. Und im Endeffekt, zurzeit sind die Transaktionen auf 10.000 maximal beschränkt, die über den XRP-Ledger laufen können. 10.000 Dollar pro Transaktion. Dafür fehlt aber auch die richtigen Unternehmen dafür, wie der Bankbereich. Ne? Im Moment haben wir zwar sowas wie Nium und Tranglo und Co., aber das sind Unternehmen, oder SBI Remit zum Beispiel, ja auch ganz groß in Asien. Das sind aber alles so Unternehmen, die transferieren für unser eins, für den kleinen Mann, der mal eben im Ausland arbeitet und Geld dann in seine Heimat schickt. So, und das heißt nicht, da kommen zig Millionen an, weil der kleine Mann zig Millionen im Ausland verdient. Der verdient vielleicht, sagen wir mal, pauschal, sagen wir mal, so gut 1000 Euro. Muss Miete und alles dafür bezahlen, Lebensumstände natürlich auch noch, Lebensmittel und Co. In dem Land, wo er arbeitet. Und dann transferiert er vielleicht Anfang des Monats, Mitte des Monats oder am Ende des Monats mal eben 100 Euro in seine Heimat. Oder 200, 300 Euro. Aber das ist nicht das, wo der XRP-Ledger oder XRP dann große Ausbrüche haben wird am Kurs, weil da brauchen wir wirklich pro Transaktion, ich sag mal, zwischen 50 und 100.000 Minimum. Und das pro Transaktion und nicht nur eine, sondern gewaltige Masse. Oder natürlich Großsummen von Millionen, Milliarden. Ne? Lucky, die Leute bekommen irgendwann mit, dass ich mit Krypto zu tun habe. Und eines ist mir aufgefallen, wenn sie mit mir reden, anfangen, die jüngeren Leute stecken alle in den Shitcoin drin. Und jedes Mal muss ich lachen, wenn sie mich fragen, ob ich den oder den kenne. Jedes Mal klatsche ich mir die Hand auf den Kopf. Sanremo, MC, unterschätzt Link nicht. Ich glaube, der wird noch richtig abliefern. Ja, Link wird auch richtig abliefern, aber nur weil sie mit Swift natürlich zusammenarbeiten und jetzt mittlerweile an Link, an dem System auch richtig geil am Rumfummeln sind. Ne? Vorher war es auch so eher so, ja, okay, der konnte sich mit Blockchains verbinden, hat hier und da ein bisschen was gemacht, aber jetzt ist Link auch gefragt, weil natürlich Swift dahinter steckt und sagt, so, das und das und das und das musst du können. Jetzt müssen sie richtig anklotzen. Freddy Krueger, XRP, XLM sind im neuen Finanzsystem Gold gedeckt. Nein, Ripple die klare Nummer 1. Ja, aber XRP, XLM wird nicht Gold gedeckt. Es ist ein schöner Gedanke natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wer soll das denn finanzieren? Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken das finanzieren würden. Und Ripple hat nicht die Kohle dafür.
Lucky, wie MC schon tausendmal gesagt hat, im Bullenmarkt werden 80% der Coins abgehen. Aber es gibt immer leider welche, die nicht so super laufen. Richtig. Und sicherlich oder vielleicht habe ich auch einen davon. Möchte ich gar nicht abstreiten, ne? Aber ich sage auch immer wieder, es müsste im Endeffekt nur einer sein Allzeithoch erreichen. Und ich habe mein Investment schon raus. Jetzt ausgenommen von XRP und ja, XRP, was ich da reingesteckt habe. Nur jetzt was ich in die anderen Coins gesteckt habe. Da muss nur einer sein Allzeithoch erreichen und ich habe mein Investment schon wieder raus. Plus das andere alles ist reiner Bonus dann. Dennox, aber die Transaktionen, die gerade da im Hintergrund laufen, wie viel Geld ist das im Summe am Tag? Wir schauen ja immer auf 1 bis 10% vom SWIFT, aber wie viele ist es jetzt gerade? Pass auf, Dennox. Wenn du denkst, das sind die Payments, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das sind Transaktionen von Börsen. Und Payments hast du gerade 8 Stück. 7. Und Dex Trades 1. Transaktion 42 in der Sekunde. Deswegen, das sind Transaktionen von Börsen. Ne? Sprich, du kaufst jetzt zum Beispiel bei Kraken in den USA und transferierst dann das auf dein Hardware-Wallet rüber. Das ist das Moment. Das ist nicht jetzt hier Payment-Transaktion über den XRP-Ledger. Ich habe das nur immer wieder aufgerufen, weil A, da sieht man wieder die Bewegung über den XRP-Ledger natürlich. Und B, du siehst dann auch, wenn solch eine Frage kommt, ja, eine Transaktion alle 3 Sekunden. Nein. Ne? Da siehst du die Transaktionsanzahl, die jetzt gerade laufen über den XRP-Ledger. Aber es sind leider nicht Payments. Mr. Crypto, Ripple hat 150 Millionen XRP-Token im Wert von 78 Millionen US-Dollar zum aktuellen Kurs verkauft. Also ich merke gerade, dass. Was? Seht ihr, ich habe doch gesagt, die haben die 150 Millionen verkauft. Ach, nee, nee, nee. Ja, von wegen. Was 0,25% der Marktkapitalisierung entspricht. Dieses geschah nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen in einer Reihe von Transaktionen innerhalb von 30 Minuten 3 Milliarden XRP-Token im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar aus seiner Treuhand-Wallet transferiert hatte. Ja, da geht doch. Deswegen ist XRP so stark gefallen. Und es ist so. Scheiß drauf. Sanremo, Link sollte zwischen 180 bis 250 machen. Link vielleicht, Mr. Crypto 120. Das ist schön. Ich habe keinen Link. Ich werde mir auch keinen Link kaufen. Mr. Crypto, also Remo ist immer sehr optimistisch mit seinen Kursen. Tja, warum nicht? Das muss man auch. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht diese Aussage jetzt gerade, Mr. Crypto. Man kann doch auch optimistisch sein und zwar extrem im Kryptomarkt, egal welche Kryptowährung. Aus dem einfachen Grund. Die Kryptowelt, der Bullenmarkt, hat seine eigenen Regeln und da werden wir sehen, welche Kryptos im Endeffekt, was jetzt nur Pump betrifft, erstens die Blockchain geile Werbung macht, das Team wirklich gut dahinter arbeitet, damit die Leute geil werden, den zu pumpen. Das ist der Bullenmarkt. Olli, wann Lambo, Sir? Nie. Ich brauche kein Lambo. Da sitze ich scheiße drin. Außerdem, ich bin 1,93. Wie soll ich da wieder rauskommen? Dann hilfst du mir? Optimistisch. Rob, was genau ist eigentlich die Marktkapitalisierung? Ja, die Marktkapitalisierung ist eigentlich fake. Die Marktkapitalisierung stimmt bei gar keinem Kon. Man sagt schon seit 2017 hat man herausgestellt, dass ungefähr 95% der Marktkapitalisierung von Bitcoin fake ist. Dass da nicht 1,3 Milliarden Billionen Dollar hinter Bitcoin drin ist, jetzt wie jetzt. Und so gesehen auch keine 27 Milliarden Dollar in XRP. Von daher. Aber das können wir leider nicht richtig feststellen, weil Binance Coin Market Cap hat und Coin Market Cap natürlich 98% der Börsen davon ihre Kurse runterholen. Mr. Crypto, Wert des Ökosystems meiner Meinung. Ja. Nein. Marktkapitalisierung ist ganz einfach das, wo offiziell angeblich die Leute ihr Geld da reinstecken.
Und die kann sich natürlich auch erhöhen, indem natürlich ein System verbessert und die Leute noch mehr Kohle da reinstecken, weil sie dann denken, oh ja, geil, ne? Spekulation. Hubal, MC, Dankeschön. Ich muss zur Dienstübergabe. Den Rest morgen. Schönes Wochenende an alle. Alles wird gut. Natürlich, und ich wünsche dir natürlich noch viel Spaß. Olli, so, harter Rückschlag. Hätte ich mal auf die Sparkasse-Tante gehört, die mir 0,1% Zinsen geboten hat. Oh, dann wärst du aber wahrscheinlich nicht so glücklich wie jetzt. Mr. Crypto, okay, ich bin optimistisch. XRP morgen 100 Dollar. Wehe, wenn nicht. Flipp ich aus. Dann kann ich dir nicht helfen. Olli, Bullenmarkt fällt aus und geht direkt in den nächsten Bärenmarkt. Wie lange würdest du streamen, wenn das nix wird? Dann geht's weiter, dann geht die nächste Reise los. Aber das ist noch nie passiert und das wird auch nie passieren. Das Einzige, was passieren wird, dass der Bullenmarkt nicht so massiv ausfällt, wie ich es mir vorstelle. Ich gehe von einer Gesamtmarktkapitalisierung vom Markt aus von 10 bis 15 Billionen. Dann steigt er vielleicht nur auf 5 Billionen. Okay, dann ist es eben so. Wegen der Weltwirtschaftskrise vielleicht, die dann ausgelöst wird. Weil, wie gesagt, das hat der Kryptomarkt noch nie mitgemacht. Solch eine Wirtschaftskrise. Und dieses Mal soll es laut Experten und Analysten, was ich auch glaube, weil die Banken haben richtig Kacke gebaut, auch gerade auf dem Immobilienmarkt, gerade im asiatischen Bereich diesmal, schlimmer werden als 2007, 2008. Wer sich nicht daran erinnern kann, googelt mal ein bisschen. Dann wisst ihr, wie brutal das damals schon war. Wo wir die Banken alle mit unseren Steuergeldern auch noch retten mussten. Papi spielt, ich glaube ja, selbst wenn der Bullenmarkt gut läuft und wir gute Gewinne machen, wird das nichts sein im Gegenzug, wenn wir alle sehen werden, dass MC mit der XRP-Verwendung recht hatte. Vielleicht. Glaube, ich werde sowas von besoffen sein und nur Blödsinn machen. Solange du dich im rechtlichen Rahmen hältst oder vielleicht nackt durch deine Nachbarschaft läufst, alles gut. Olli, du bist 1,93. Ja. Am Schreibtisch sitzen kann das jeder behaupten. Aber in Teneriffa kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, hundertprozentig, ne? Ich mach nur Spaß, MC. Keine Panik. Du wirst schon sehen. Wahrscheinlich bist du 1,60 und ich kann dir auf den Kopf spucken. Papi spielt. Ich bin nur 1,86. Ja, wieso nur? Ist doch ein normaler Standard, oder nicht? Mr. Crypto, wann Bikini? Dieses Jahr in Prozent. Das Problem ist einfach nur, die haben mich jetzt ein bisschen am Arsch, Ripple, ne? Weil sie natürlich XRP Ledger 2.2.0 einen Monat später erst integrieren. Also jetzt läuft es ja jetzt gerade. Die Validatoren müssen mal ein bisschen Gas geben jetzt für mich. Dann könnten wir im August noch gute Kurse sehen, in meinen Augen. Und zwar richtig gute Kurse. Dann würde ich sogar sagen, wenn 31.08. 5 Dollar bei XRP ist, sehen wir zu 80% zum Ende des Jahres Bikini Time. Hundertprozentig dann. Nicht 80%, sondern hundertprozentig. Ansonsten, ja, ne? Lassen wir mal laufen. Dennox, warum findet Ripple Brad es gut, dass es Erkennen XRP-ETF gibt? Also für mich persönlich sind die XRP-ETF, warum, ist doch geil. Für mich persönlich ist XRP-ETF von der Hinsicht geil, weil nicht nur, dass es in der traditionellen Finanzwelt dann XRP endlich auch angekommen ist, richtig, sondern weil die Leute dann natürlich XRP kaufen und damit natürlich vom Markt die Coins wegnehmen, was natürlich für die Verwendung wieder bedeutet, weniger XRPs für die Verwendung, schnellere Kursanstiege durch die Verwendung, weil eben halt weniger XRPs dann da sind, die man für die Verwendung gebrauchen kann oder benutzen kann. Deswegen findet Brad das wahrscheinlich auch geil, weil damit würde XRP natürlich schneller einen höheren Kurs dadurch kriegen. Lucky, nein, sind auch nicht drinne von Market Cap. Aber es gibt eine Seite, die den Real Market Cap anzeigt. Muss ich mal suchen, welche Seite das war. Leider schaut der reale Market Cap nicht so sehr geil aus wie bei CoinMarketCap. Psst. Hey, CoinMarketCap ist vertrauenswürdig, ne? Also jetzt nicht irgendwas anderes behaupten.
Dennoch will man eigentlich nicht, dass niemand XRPs besitzt. Wieso wird es dann für alle zugänglich gemacht? Natürlich will man, dass XRP jeder XRP besitzt. Warum sollte man es nicht wollen? Lundin, Teneriffa, ich bin dabei, ohne Kleider. Nackte Leute wollen keinen Krieg. Okay, aber ich habe wenigstens ein Bikini an und laufe mit Qualm ist dann schön am Strand entlang, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn da so ein Blitzer dann bist. Aber hey, warum nicht? Olli, kann mich gut an 2008 erinnern. Da war schon dramatisch. Und soweit ich das beurteilen kann, hat die Kanzlerin das gut gemanagt. Bin übrigens 1,86 groß und ziehe meine High Heels an. Dann bin ich 1,98. Was denkst du, was ich hier auf den Kriechboden mache? Ich habe jetzt ganz komisches Kopfkino dank dir jetzt, ne? Aber ist alles gut. Ja, damals hat die Kanzlerin und ihre, ja, wie soll ich sagen, Hinterleute so gesehen, es gut gemanagt. Die waren auch clever. Die Banken können nämlich nicht mehr seitdem so frei entscheiden, wie sie wollen in Deutschland, auch in anderen Ländern nicht mehr. Das hat die Kanzlerin ja EU-weit gut gemacht, ne? Aber dieses Mal schafft selbst Deutschland mit seinen Billionen von Steuereinnahmen dieses Mal nicht. Deswegen, wir müssen wirklich alle hoffen, dass die gewissen, ich sag mal, Drehkreuze der Banken, die Großbanken, wirklich genug Puffer haben, was ich bei der Deutschen Bank zum Beispiel sehr, sehr nicht sehe, um das abzufedern. Deswegen sage ich ja, wenn das jetzt so kommen würde, wäre natürlich XRP, also der XRP-Ledger, perfekt für die Banken. Noch so ein kleiner Bonuspunkt, weil dann können sie die Konten auf den ausländischen Banken natürlich auflösen und hätten genug frisches Geld, um die Krise abzudämpfen. Nicht, um die zu besiegen damit. Aber sie könnten erheblich die abdämpfen. Deswegen sage ich, lass die Krise kommen. Tut mir leid für alle, die dann vielleicht drunter leiden werden, aber wenn es um die Blockchain geht und XRP, wie gesagt, der Phönix aus der Asche, ne? Darauf bezieht man das dann. Olli, freue mich schon auf Teneriffa. Endlich Sonne nach Jahren Kriechboden. Dennoch, Wipple benötigt diese zur Verwendung. Kauft sie ja auch von den Börsen zurück, damit weniger als Retailer ausgegeben werden können. Ist widersprüchlich mit den XRP-ETF oder habe ich einen Denkfehler? Also Ripple kauft schon lange leider, ich glaube vor 2 Jahren haben sie das letzte Mal XRPs von den Börsen gekauft. Jetzt haben sie ja leider wieder angefangen, die vom Treuhandkonto, vom Escrow, die XRPs zu verkaufen. Würde Ripple regelmäßig, was einige Blockchains ja machen, ne, so wie Veracity zum Beispiel, XRPs von den Börsen zurückkaufen, wäre das ein Bombensignal und der Kurs wäre nicht so weit unten. Das ist auch kein Widerspruch in sich. Das macht zum Beispiel Veracity zum Beispiel ja auch. Die kaufen auch jedes Quartal Coins, also Veracity wieder zurücktocken und verbrennen die dann, vernichten die. Lundin, dein Bikini bring dir sanft runter. Nur genug saufen und du kommst mit uns nackt baden. Schöne Mondlicht, ne? Wer weiß? Ich bin zwar kein FKK-Fan, aber wenn ich voll bin wie eine Hobbitze, dann bin ich für jeden Scheiß eigentlich zu haben. Dennox, am Anfang hat Ripple Kapital benötigt, aber inzwischen sollte ja Retailer eher keine XRPs mehr besitzen, damit eine größere Menge im Umlauf bei Ripple direkt sein kann. Du weißt schon, dass Ripple Milliarden hat und ein Treuhandkonto von über 40 Milliarden noch verwaltet von XRPs? Prinz von keine Ahnung, wieso seid ihr alle so groß? Hau, hau, hau. Keiner unter 1,80. Ganz einfach, Prinz von keine Ahnung, weil wahrscheinlich unsere Eltern, also ich kann es ja von mir aus sagen, meine Eltern haben mir nie gesagt, wenn du mal groß bist, musst du arbeiten. Deswegen bin ich so groß wohl geworden. Olli, würde der XRP-Preis in einer großen Krise, die ja jeder ansagt, wegen Verwendung stabil bleiben? Ja, sicher. Da würde er sogar durchstarten.
Kommando Stream, na wenn, wenn Japans Banken XRP benutzen, was meinst du, wie viel Milliarden in XRP, die in Verwendung kommt? Komm. Das kann ich dir nicht sagen. Es kommt ja darauf an, inwiefern starten sie. Starten die volle Pulle durch? Starten sie nur ein Stückchen oder ganz langsam? Und. Das kann im Endeffekt keiner sagen. Es gab mal eine Rechnung von 2019, dass wenn alle SBI-Banken sofort starten würden mit XRP, dann würde der Kurs von jetzt auf gleich auf $10 gehen. Klingt natürlich nicht viel, aber wir reden von einem Kurs, der war damals bei 42 oder 40 Cent. Und dann von jetzt auf gleich $10. Das ist ein Riesensprung, ne? Und da reden wir nur über grenzüberschreitende Zahlungen dann. Ken Beam, ob der Staatsführer Kim Jong-un auch jeden Abend in seiner nordkoreanischen XRP-Feierabend-Chatgruppe über $100 schwärmt. Ab und zu schaut Putin und Xi Jinping über seine Huawei-Smartphones rein und sagen Turbo und Jasmine auch nicht so schlecht. Tovarisch und Wan Lambo. Ach. Ich meine Wolga und oder Moskowitsch. Lundin, kann man Twitch auf dem PC benutzen? Windows, Tipp auf dem Handy, wie ein Trottel, bin ja auch. Aber mir schreiben geht's leichter. Klar kannst du Twitch auf dem Rechner benutzen. Das ist ja normalerweise ein PC, sprich. Eine PC-Plattform, so gesehen. Mr. Crypto, so Leute, ich bin raus für heute. Habt euch lieb. Ciao. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Nun, die Mr. Crypto, danke für die Info. Ja, selbstverständlich, war wieder geil, Junge. Olli, die Schwankungen am Kryptomarkt sind wirklich massiv. Wenn ich mir die Differenz von heute Morgen und jetzt bewusst mache, so viel verdiene ich im Monat nicht ansatzweise. Ja, aber das Schöne ist, du wirst diese Schwankungen, leider Gottes, muss ich dir leider sagen, ne, diese Schwankungen nach unten wirst du auch nach oben haben. Und dann wirst du ausflippen. Keine Panik. Kommt noch. Kommando Stream. Okay, danke für die Antworten. Da nicht für. Alex Zocker. Ja, moin. Hab alles verpasst. Da muss ich wohl nachher noch mal bei YouTube reinschauen. Musst du nicht, aber Dankeschön trotzdem. Prinz von keine Ahnung, was ist eigentlich mit Singlebär? Arbeiten? Ja, bei ihm ist er jetzt irgendwie Großsaison unten in der Schweiz als Koch und deswegen, er hat glaube ich nur Samstag und Sonntag frei und sonst muss er ja durchackern immer. Und naja, Gastronomie ist natürlich doofe Arbeitszeiten, ne? Lungin, danke für die Info. Werde alles meinen 76 Jahre alten Kumpellinken. Mach das. Olli, ich bleibe stets bis zum Schluss. Wir haben sozusagen geheiratet, MC. No homo. Selbst wenn du homo wärst, mein Freund, das würde mich nicht stören. Mein bester Kumpel ist homo und ist verheiratet, auch nicht glücklich. Weiß noch nicht, ob es wirklich an der Heirat liegt oder ob er eben halt den falschen Partner hat. Aber Schätzele, keine Panik. Ja. Weiß ja, ich bin katholisch, scheiden lasse ich mich nicht. Ich war zwar schon verheiratet, aber meine Ex-Frau hat sich von mir scheiden lassen, obwohl sie Scheiße gebaut hat. Aber anderes Thema. Hubeck, Hallöchen, zu später Stunde. Bei mir ist Bitcoin der einzige heute im Plus. Ja, freu dich doch, ist doch schön. Lundin, MC, heute. Hä? Okay, danke. Hubeck, liebe Grüße an René im Urlaub. Ach, hallo. Okay. Upgrade. Wo kann ich eigentlich einfach XTC kaufen? Ich kaufe sie auf Coin Mercy. Auf der holländischen Plattform. Und nein, die wird nicht so enden wie Bitvavo, weil Coin Mercy hat sowieso noch nie eine Lizenz bei der BaFin beantragt. Brauchen sie auch nicht bei der BaFin eine Lizenz beantragen, weil sie arbeiten mit der holländischen Zentralbank zusammen und sind schon MiCA reguliert. Schon seit über 2 Jahren. Die haben sich gleich schon, wenn sie was von MiCA haben, haben sie schon gleich umgesetzt auf der Börse. Psychobeule, so schlimm ist heiraten auch nicht. Psychobeule, ist eine bessere Hälfte bei dir?
Müssen wir unter vier Augen darüber reden. Aber nein, natürlich nicht. Ne? Wenn man die richtige Partnerin oder Partner hat, ja, hallo, dann kann es wunderschön sein. Natürlich auch mit Auf und Abs, aber man muss natürlich auch so ein Glück haben, wie du zum Beispiel Psychobeule mit deiner Partnerin, dass es so perfekt harmoniert. Natürlich habt ihr auch zwischendurch, schätze ich mal, hier und da mal Zoff und du kriegst eine richtig schön rein. Aber man muss eben halt die richtige Person finden. Ne? Und nicht jeder hat das Glück eben im Leben und findet den perfekten Gegenpart. Alle, die es haben, ich bin natürlich neidisch auf euch, ne? Dass ihr sowas tatsächlich habt. Ganz klar. Wer möchte das nicht haben? Ich hab's nicht. Ich hab's öfters ausprobiert. Funktioniert nicht. Deswegen sag ich, nee. Lundin, bis morgen und bald auf Teneriffa. Auf Teneriffa alle Leute, die Liebe und Frieden lieben. Also, wenn wir auf Teneriffa sind mit Lundin, müssen wir alle nackig durch die Gegend laufen. Aber morgen um 20:20 Uhr sehen wir uns wieder, wir beide. Ja, Olaf, ja, Conversi, das ist genau die Börse. Psychobeule, können wir ich Sonntag kommen? Nee, Sonntag bin ich gar nicht da. Olli, also den Glauben bei Veracity ist etwas erschüttert. Aber ich verkaufe nichts. Ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet. Ich würde meine Frau nochmal heiraten, ganz sicher, aber sie mich nicht. Und ja, auf und ab gab's oft. Das ist ja schön, dass du deine Frau über alles liebst. Das hast du damit jetzt bewiesen. Aber sie würde dich nicht heiraten. Okay. Upgrade. Hast du einen Empfehlungscode für Conversi? Habe ich nicht mehr. Du kannst dich auch so einfach anmelden. Fubrek, MC, du beruhigst selbst an solch einem Tag. Gefällt mir. Danke für deine Infos an fast jedem Tag. Ich höre dich täglich auf Twitch oder YouTube. Dankeschön, dass du das machst. Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, ganz ehrlich, deswegen muss sich keiner Sorgen machen, dass jetzt, oh mein Gott, mein Geld ist wieder weg. Nein, nein, absolut nicht. Ja, ihr seht ja schon, XRP wieder im Plus, die sind alle wieder im Plus. Ich will natürlich erfahren, wieso ist der Markt jetzt auf einmal so gecrashed? Das werden wir wahrscheinlich morgen früh oder ihr dann vielleicht spätestens abends dann hören. Also ich werde mich da gewaltig rumgucken, obwohl ich morgen auch zur Ballettaufführung meiner Tochter muss. Aber nichtsdestotrotz werde ich sicherlich kurz vorm Stream noch gute Infos darüber rausfischen, ne? Weil ich muss das unbedingt wissen, warum haben wir diesen Absturz gehabt? Das geht gar nicht. Tobi, gute Nacht zusammen. Mein Sohn ist morgen wieder um 6 Uhr pünktlich auf. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis morgen. Wünsche ich dir auch und meine Tochter ist auch um 6 Uhr immer wach und trotzdem gehe ich erst um 2 ins Bett. Aber ich verstehe dich. Olli, wir können ja zusammen nach Thailand. MC, da finden wir schon was für dich. Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich vermisse auch nichts. Ne? Ich beneide natürlich jeden, aber. Nein, ich weiß, worauf du anspielst, Ladyboy, ne? Ja, wir haben uns zwar noch nicht gesehen, aber langsam verstehe ich deine Gedankengänge. Lundin, gute Nacht, alle XRP-Verliebten. Bis morgen Abend wieder. Psychobeule war nur ein Angebot, ohne meine Dame mit Dörfle. Ach so, ja, nee, leider. Sonntag bin ich nicht da. Lundin, vielen Dank, MC. Da nicht viel, mein Freund. Lundin, Thailand ist schön. Ja, ich weiß. Thailand ist auch eine schöne Nation. Psychobeule, macht's gut, Leute. Prinz von keine Ahnung. Ich finde, der Chat hat sich zum Positiven verändert, seitdem du ab 20:20 Uhr chattest. Vorher waren viele sehr müde. Naja, gut, vorher habe ich ja auch um 23 Uhr oder um 12 Uhr erst gemacht, ne, weil es nicht anders ging. Dann habe ich meine paar Euronen natürlich zusammengekratzt und habe mir ein bisschen mehr Equipment gekauft, damit ich natürlich dann von woanders streamen kann. Trotzdem ist es im Sommer nicht schön hier drin. Sage ich euch jetzt schon, da wo ich streame, also es könnte sein, dass ich sehr leicht bekleidet irgendwann hier sitze, wenn ich da 40 Grad im Raum habe. Lundin, Bikini-Lovers, ja, hundertprozentig. Aber nichtsdestotrotz, meine Lieben, es war wieder schön mit euch. Morgen um 20:20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch, natürlich für euch da. Machen wir für heute einfach mal Schluss. Genießt den Abend noch, kümmert euch nicht um die Kryptos, ne?
Ja, aber ohne Geruchsstätte, ja, sei froh. Kümmert euch nicht um sowas, ne? Ganz ehrlich, das ist eine Momentanaufnahme. Klar, das ist nicht schön, wenn ich in mein Portfolio gucke, da denke ich mir auch, ui, heute mal wieder schön, fast ein Jahres- oder über ein Jahres, Einkommen mal eben so plupp weg. Aber ganz im Ernst, wartet einfach ab. Wochenende ist vielleicht kacke, morgen vielleicht noch ein bisschen rot, Sonntag auch. Montag, Dienstag könnte es wieder Richtung aufwärts gehen, aber natürlich wird nicht dann die nächsten 2 Tage solche Minus da stehen, sondern vielleicht sowas, ne? 0,9% oder 1, 2%. Aber von daher, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass wir jetzt, oh mein Gott, ich verliere mein ganzes Geld oder der Bullenmarkt ist vorbei und wir sind jetzt im Bärenmarkt, ne? Um Gottes Willen. Sowas braucht man nicht denken. Lucky, danke und einen schönen Abend wünsche ich euch auch. Malatis, bye bye, Babo. Buona notte, Rob Rob. Wünsche ich dir auch gute Nacht. Olli, soll ich noch mal ein paar XRP kaufen? MC, danke für den Stream. Da nicht für und wenn, ob du dir XRP kaufen sollst. Ich kann es dir nicht sagen, ne? Aber damit sage ich auf Wiedersehen.